Oh, ich muss noch den. Warte mal kurz, ich muss auf Twitch. Ah, dammit. Das mag das Spiel immer gar nicht, wenn ich das mache. Aber ich muss den Stream-Titel noch schnell verändern. Also nicht den Titel, ich muss das Spiel noch verändern. Fall Obst 1 Update. Schließen. Weiter geht's. Sehr gut. Maybe muss ich das Lied überspringen, sonst werde ich auf YouTube geclaimed. 19. März 62, das ich glaube, ich speichere am Schluss eh immer auf dem obersten, damit ich es auch wirklich gleich finde. Aber lasst mich vorsichtshalber kurz alles durchgehen. 20. März 62. Oh ja, der Kampf gegen die Todeskrallen. Deswegen. Shit. Okay, ich lade mal das hier. Hier haben wir noch nicht mit dem Kampf gegen die Todeskrallen angefangen. Ich hatte schon ganz vergessen, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Oh, um Gottes Willen. Ich würde gern gegen die kämpfen, aber ich hätte wirklich gern Munition für mein Lasergewehr. Ich hätte ja gehofft, dass wir den Alien Blaster finden, aber leider noch nicht. Hey! Manchmal wird es nicht vorgelesen, vielleicht weil es zu wenig, ich weiß nicht, wie es eingestellt ist. Dankeschön auf jeden Fall, Just Smithy, für deine Bits, für dein Cheer. Was ist der lustigste Fun-Fact zur Fallout-Welt? Oh Gott, das ist eine Frage. Der lustigste Fun-Fact der Fallout-Welt. Oh, puh, da muss ich länger drüber nachdenken. Das ist eine große Frage. Ich versuche jetzt auf jeden Fall mal von hier unten die Todeskralle anzulocken. Bevor die... Nein, wir kommen noch nicht ran, aber ich versuche es trotzdem. Okay, warte, wir gehen mal 3 Schritte auf die zu, aber nicht mehr. Dann versuche ich es nochmal. Geht nicht. Okay, dann gehe ich noch ein Stück. Und dann beenden. Achso. Ah, jetzt können wir zielen. Und zwar gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Da ziele ich auf die Augen mit 86%iger Wahrscheinlichkeit. Das war ein okayer Treffer. 50 Schaden, das kann man lassen. Ich lade nach und beende meinen Zug. Nuka-Cola basiert auf Coca-Cola. Das stimmt. Aber ist das ein lustiger... Ist das der lustigste Fact der Fallout-Welt? Aliens? Cthulhu-Mythos? Nee, ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich muss länger drüber nachdenken. Ich bin immer noch traurig wegen dem toten Esel. Ja, aber wir haben ihn gerecht. Wir haben den Esel gerecht. Sie sind alle tot. Sie können jetzt keinem Esel mehr was antun. Für alle Esel dieser Welt haben wir das gemacht. Ich finde den mysteriösen Fremden irgendwie schon witzig. Man ist im Ödland und dann taucht einfach so ein Typ auf. Muss man sich mal vorstellen. Ja. Ich finde, es ist ein ziemlich witziger Guide, weil ein ziemlich witziger Fun-Fact, weil wir gerade beim mysteriösen Fremden sind, dass der im offiziellen Lösungsbuch von Fallout 3 tatsächlich als Eldritch Entity beschrieben wird. Als uraltes Wesen, ne? Irgendwie hat das so ein Lovecraft-Cthulhu-Vibe und das ist offiziell Kanon. Das ist schon irgendwie cool. Das ist auch lustig. Ja! Hurra! Betty Elf ist jetzt ein Bird Rider. Betty, danke schön für deinen Prime Sub. Das freut mich sehr. Das heißt, wir sind wieder bei 93, 94. Noch 6 und dann sind wir endlich wieder wer. Zeit wird's. Dankeschön. Sehr nett von dir. 51. Okay, wir treffen immer wieder in die Augen aus irgendeinem Grund. Es sieht schwer verletzt aus und hat schwer verletzte Gliedmaßen. Ian? Okay, Dogmeat, du schaffst die Todeskralle, ich glaube an dich. Ach, ihr seid alle nutzlos. Also nicht ihr, Chat, dankeschön, ihr seid super. Nelanai ist jetzt ein Birdrider. Nelanai, vielen, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Super, super nett von dir, dankeschön. Ich meine Ian und Dogmeat, die sind nutzlos. Weil die einfach nicht diese fast tote Todeskralle irgendwie beschädigen können. Just Smithy, danke schön nochmal für die Bits.
Mr. House hat laut Lore vor dem Krieg im CIT, aka das Institut, gearbeitet. Nein, sie lebt immer noch, weil ich nur mit 9 Trefferpunkten getroffen habe. Das ist gar nichts. Dankeschön nochmals. Dass Dogmeat jetzt den Todeskrallen keinen Schaden machen kann, ist in Ordnung. Aber von Ian hätte ich mehr erwartet. Das war gut. Noname-Nayu ist jetzt ein Birdrider. Oh, es passiert gerade viel gleichzeitig. Vielen, vielen Dank, Andy, für deinen Prime-Sub im 2. Monat. Und vielen, vielen Dank, Agrokantonsaurus. Zerbe-Isa ist jetzt ein Birdrider. Agrokantosaurus fürs Verschenken von Subs. Und Dankeschön, Nelani, für dein Abo. Für dein verschenktes Abo. Und Hype Train Stufe 1 und Stufe 2. Andy und Dankeschön für 500 Bits. 837 ist jetzt ein Birdrider. Malaina, danke euch. Schlotti 92 ist jetzt ein Birdrider. Dankeschön, das ist sehr nett von euch allen. Freut mich riesig. Ihr seid die Bestigsten. Und jetzt hau ich mal die Todeskralle hier kaputt. In die Augen! Nein, warum stirbt denn die nicht? Warum treffen wir nicht mehr Leute? Was ist denn los? Dogmeat, ich will einen kritischen Treffer sehen. Voll daneben getroffen. 2 Trefferpunkte! Wow, shit. Okay, wir sind tot. Die Todeskralle hat noch mehr ausgehalten, als ich dachte. Ian hat gerade tatsächlich mit 80 Trefferpunkten getroffen. Und das hat nicht gereicht. Wow. Shit, aber wir schaffen das schon. Wir schaffen das schon. Der Franklin! Dankeschön für die 100 Bits! Ah nee, doch nicht. Ich dachte, das Glas explodiert. Aber nee. Und Just Smithy, auch an dich nochmals vielen Dank. Wie unwissend man früher war, dass es sogar in Deutschland radioaktive Zahncreme gab. Okay, soll ich mich nochmal mit der anlegen? Habe ich das richtige Savegame geladen? Ich glaube, auf jeden Fall schon. Vielleicht gehe ich einfach mal woanders hin erstmal. Ich brauche irgendwie, wisst ihr, wenn wir eine bessere Rüstung hätten, wäre es schon gut. Aber ich schleiche mich jetzt erstmal an denen vorbei. Just Smithy, nochmals danke. So, das sieht schon besser aus. Jetzt reden wir mal mit denen. Gib bitte nicht in den radioaktiven Schlamm. Das wäre ungünstig. Todeskralle hält 225 TP aus. Ja, und wir haben wahrscheinlich so um die 200 Schaden gemacht. Was treibst du hier so? Ich möchte ein paar Waffen kaufen. Ah, sehr gut. Kunden sind immer willkommen. Komm herein. Aber lass bitte deine Waffe gesteckt. Geh und suche Zack. Er kann dir besorgen, was du brauchst. Das wäre gut. Ey, wenn mir Zack wirklich eine gute Energiewaffe oder Munition dafür besorgen kann, dann sieht das mit den Todeskrallen wahrscheinlich gleich anders aus. Tschüss, Smithy. Nochmals danke für die Bits. Oh. Und Dingle, dankeschön für deinen Sub im 8. Monat. Wow, dankeschön. Fingil 13 ist jetzt ein Birdrider. Ich war auch mal ein Abenteurer, habe dann aber einen Pfeil ins Knie bekommen. Wer kennt's nicht? Das passiert dem Besten. Just Smithy, nochmal danke. Das Subglas, das Spendenglas wird schön aufgefüllt. Das freut mich. Wir sind bei 98 Abos. Ich habe zu früh gesprochen, oder? Ja. Oh mein Gott. Nikufela-Zombie-Pirate-Girl ist jetzt ein Birdrider. Dechp, danke schön für 5 verschenkte Subgifts. Sehr, sehr cool von Mighty dir. Dankeschön. 74 ist jetzt ein Birdrider. Das heißt, wir sind bei Hype-Train Stufe 5 und haben unser Sub-Goal erreicht. Das heißt, morgen doch Bonus-Stream. Morgen doch Bonus-Stream. Ratzelmob ist jetzt ein Birdrider. Nice. Dankeschön. Und danke, Just Smithy, für die nicht aufhörenden
Bitbomben. go-go-gadget-o ist jetzt ein Birdrider. Go-go-gadget-it. AGC-live ist jetzt ein Birdrider. Das Glas geht über. Danke euch allen. Sehr nett. Und Agro, auch dir nochmal danke für die Bits. Meine Güte. Coolio. Ey, danke, Leute. Ohne Scheiß, das ist ja voll nett gerade von euch. Wir werden überschwemmt. Wir sind Hype Train Stufe 4. Coolio. Bin eigentlich überhaupt kein Fallout-Fan, aber als ich die Serie gesehen habe, bin ich voll... Ja, die Serie ist auch wirklich gut, ne? Die macht schon echt Spaß. Freut mich, dass dir meine Videos gefallen. Pixel. Okay, ich rede jetzt... Milliardistraktoid 1 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 Milliardistrakt
das nächste Ziel ist jetzt ein sehr hoch gestecktes Ziel, ne? Also das sind wir durchaus bewusst. Aber wenn wir 200 Subs auf Twitch erreichen, dann gibt's Donnerstag einen Fallout-Bonus-Stream. Mit Fallout-spezifischen Bonusspielen oder speziellen Runs in den einzelnen Fallout-Spielen und so weiter und so fort. Das ist ein hochgestecktes Ziel, aber das ist auch was, das dann viel Zeit und viel Arbeit in Anspruch nimmt und worauf ich auch Bock habe. Aber ja, genau, das ist eben dann bei 200 Subs wird das freigeschaltet. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal die 100 geknackt. Dankeschön dafür. Ihr seid die Allerbesten. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich die Waffen und Munition... Ich nehme die lieber selber. Ich will Waffen und Munition, und zwar viel. Und dann kann man ja immer noch gucken. Wenn du das Gebiet säuberst, dann gehen wir weg. Aber wir lassen mehr Waffen und Munition zurück, als du jemals brauchen kannst. Okay, einverstanden. Aber jetzt würde ich erst gern mal handeln. Bist du der Händler hier? Hallo, ich bin Zack. Willst du Waffen kaufen? Zeig mir, was du tauschen kannst. Okay, los geht's. Jetzt schauen wir mal, was Zack im Angebot hat. Ich hoffe, Zack... Ich habe es im Gefühl, Zack hat was Gutes im Angebot für uns. Zack hat was Gutes. Ich würde gern noch weiter gucken, aber mein Wecker schreit mich um sechs Stunden... wieder an. Ja, das ist blöd. Aber hey, alles landet auf YouTube, ne, und wird dafür die Ewigkeit festgehalten. Kannst du jederzeit nachholen. Okay, wir hätten hier ein Plasmagewehr. Ein wunderschönes Plasmagewehr. Und wunderschöne Munition. Oh, und eine Kampfrüstung. Oh! Okay, ich pack mal theoretisch können wir uns alles unmöglich leisten, aber theoretisch eine Kampfrüstung, die ganze Munition hier und die ganze Munition hier. Oh mein Gott, hier können wir es nicht mal ansatzweise leisten. Und Plasmagewehr. Das würde 65.000 Dollar kosten, wie es da steht. Und ich habe 13. Na, knapp. Knapp daneben, würde ich sagen. Knapp daneben. Ich kann noch das hier für 800 mit in den Ring werfen. Und meinetwegen, na, Radix ist eigentlich ganz gut, ne? Okay, ich brauche nicht unbedingt die Energiezellen, die kleinen. Die können schon mal weg. Das ist schon mal gut. Hm. Schade. Okay. Oh, ist immer noch so teuer. Oh, das Plasmagewehr, ey. Das Plasmagewehr kostet 11.000. Wisst ihr was? Das holen wir uns jetzt mal. Muss ich jetzt wirklich in 999er Schritten das machen? Ich glaube schon. Ich habe sonst auch wirklich nichts mehr. Ich könnte mal in Ians Inventar gucken, ob wir da vielleicht nochmal was verkaufen können, ne? Aber ja, mal schauen. In Fallout 2 kann man gut auf Stehlen gehen. Hm. Ja, theoretisch ist das natürlich immer eine gute Option. Ist das überhaupt realistisch, so viel Spiel im Geld zu haben? Ja, ja, durchaus. Ich meine, man muss sich mal überlegen, wie viel 11.000 Kronkorken sind. Ich glaube, 11.000 Kronkorken sind ein ziemlich krass großer, also ein Haufen in Wirklichkeit. Das mit sich durch die Gegend schleppen ist ziemlich krass. Aber ja, ich glaube, man kann schon so viel Geld im Spiel haben, aber es ist schon ein bisschen grindy auf jeden Fall, das so zu kaufen, sich alles. So, jetzt passt auf, wir brauchen jetzt nur noch ein bisschen über 300. Und jetzt haben wir schon zu viel. Na gut, aber das wäre okay. Nee, weißt du was? Dann tausche ich meine Kronkorken gegen deine Kronkorken. Und zwar 38 davon, bitte. So. Okay. Gutes Geschäft. Okay, jetzt lass mich mal kurz in mein Inventar gucken. Jetzt will ich ganz kurz gucken. Plasmagewehr gegen Lasergewehr. Okay, Plasmagewehr hat weniger Reichweite, dafür mehr Schaden. Das Lasergewehr ist eher so das Scharfschützengewehr, ne? Aber der Schaden ist schon lecker. Dann werde ich, glaube ich, das Lasergewehr verkaufen.
Dann behalte ich die Plasmapistole, damit wir was mit Energiezellen anfangen können. Und die Fusionszellenenergie, die kommt dann in Plasmagewehr, Lasergewehr verkaufen. Okay, ich speichere das mal schnell. Und jetzt gucke ich mal kurz, ob Ian vielleicht noch irgendwas hat, was wir verkaufen können. Ja. Okay, let's go. Okay, Ian haben wir auch schon ganz gut ausgeräumt eigentlich, ne? Der hat jetzt hier noch... Aber braucht er wirklich eine Desert Eagle? Ich glaube, das ist die Munition, die er aktuell verschießt, ne? Ich glaube, die braucht er theoretisch nicht mehr. Ich weiß gerade nicht mehr genau, was er ausgerüstet hat, leider. Ach, ich lasse es ihm lieber, weil ich mir nicht sicher bin. Weil ich mir nicht sicher bin, Ian. Keine Ahnung. Ist schon okay. Lass uns nochmal kurz handeln. Dann, wie viel ist denn mein Lasergewehr wert? Okay, 5000, immerhin. 5000 ist ja nicht schlecht. Weil was wir definitiv unbedingt brauchen, ja, die Kampfrüstung habe ich schon abgeschrieben, aber wir brauchen so viel Munition wie möglich. Wir brauchen so viel Fusionszellen wie möglich. Alle können wir uns nicht leisten. Nicht mal ansatzweise. Aber sagen wir mal 100. 100, 100 geht. Puh, das war jetzt teuer. Meine Güte, das war jetzt teuer. Meine hart verdienten Kronkorken sind jetzt leider fast alle weg. Aber wir haben jetzt eine geile Waffe. Oh, oh, warte, wir haben aus Versehen. Ist alles gut? Ich stecke die Waffe schon weg. Chillt. Alles gut. Okay. Und jetzt gehen wir nochmal zu den Todeskrallen. Und dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Weil jetzt mit dem Plasmagewehr und ausreichend Munition sieht das Ganze gleich ganz anders aus. Also vielleicht nicht ganz anders, aber hoffentlich ein bisschen anders. Ich glaube, wir haben jetzt wenigstens eine Chance. Eine größere Chance. Ich speichere nochmal hier. Zack. Hauptsave. Bam. Let's go. Oh, es geht schon los. Da ist schon eine. Nein, ich bin direkt reingelaufen. Das ist natürlich eine schlechte Eröffnung für den Kampf. Aber gut. Plasmagewehr. Gezielter Modus. In die Augen. Und wir machen 45 Schaden. Ich bin nicht begeistert, aber schauen wir mal. Der Vorführeffekt. Den Wandel von Ian ist quasi vergleichbar, als würde Markus zu Mariah werden. Ja, Ian, ne, war halt am Anfang, der hat uns halt, sind wir ehrlich, die ersten 6 Stunden hat uns Ian durchs Spiel gezogen, ehrlich gesagt. Aber jetzt müssen wir ihn ganz schön mitziehen, ne? Wird mal Zeit, dass der vielleicht ein Upgrade kriegt oder ersetzt wird oder sowas. Hi, Blitbart. Oh, und Olum-Um-Um. Habe ich mich schon bedankt, dass du ein Jünger der Tentakel geworden bist? Wenn nicht, dann mache ich das jetzt hiermit. Dankeschön. Sehr nett von dir. So, versuchen wir es nochmal. Achtung, in die Augen. 49, schon wieder. Das ist nicht sehr viel. Ich hätte mich heilen sollen. Das war jetzt ein bisschen dumm. Aber ist okay, wir laden neu, weil ich muss den, wenn ich den Kampf, weißt du, der Kampf ist nicht optimal gestartet. Dogmeat hat gerade gut reingehauen, muss ich schon sagen. Ich bin stolz. Wir leben noch. Soll ich voll auf Risiko gehen und nochmal auf die Deathclaw schießen? Kritischer Treffer in die Augen. Wir müssten knapp 100 Schaden machen. Das ist nicht komplett abwegig. Los geht's. Tja, schade. Wir haben 38 Schaden gemacht. Okay, ich glaube, ich muss neu laden. Aber hey, wir schauen mal. Wenn wir sterben, dann sterben wir. Und wenn nicht, dann nicht. Dann freue ich mich. Ian, komm schon. Mach den Schaden. Okay, wir sind tot. Ah, Todeskrallen. Aber wir schaffen das. Ich glaube fest an uns. Ich habe die nur nicht gesehen. Die hat sich
gemeinerweise angestealthed, ne? Das ist auch voll unfair von der gewesen. In die Augen! Nein, ich hab Dogmeat getroffen. Ich lade nochmal neu. Come on, bist ja 95%ige Trefferwahrscheinlichkeit. Ah, ich war zu langsam. Okay, ich lade nochmal neu. Aber jetzt passt auf. Waffe wechseln, schnell. Gezielter Modus aktivieren. Und auf Todeskralle zielen mit 95% in die Augen. Na also. 80, das ist schon besser. Das ist schon besser. Das ist schon besser. Und es erschwert das Monster trotz seiner riesigen Klauen. Was? Es erwischt das Monster trotz seiner riesigen Klauen. Was haben denn die riesigen Klauen mit den Augen zu tun, hä? Die Deathclaw erzittert und knurrt. Kann ich verstehen. Ist auch unangenehm, glaube ich, wenn man Plasma in die Augen kriegt. Ich glaube, Plasma in die Augen ist wirklich ziemlich scheiße, ne? Wie heißt es Plasma? Kommt immer ganz aufs Material an, ne? Ich glaube, dass es unangenehm heißt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe die Story-Mission von Fallout 4 tatsächlich noch nicht gespielt, die neue. Da das Creation Club ist, ist das ja wahrscheinlich auch nicht wirklich Kanon. Ah ja, aber irgendwie schon auch Semi-Kanon, ne? Creation Club ist weird. Da weiß man es immer nicht. Was hältst du von Thaddeus Tentakel? Endlich werden mal die richtigen, die wichtigen Fragen hier gestellt. Thaddeus Tentakel ist mein Wappentier. Aber SpongeBob gleichzeitig auch. Und Patrick auch. Ich glaube, SpongeBob ist so gut, weil alle Figuren aus SpongeBob machen einen Menschen aus. Insgesamt, wenn man alle kombiniert. Sind wir nicht alle ein bisschen Thaddeus und SpongeBob und Patrick? Und auch Mr. Krabs manchmal. In die Augen! Die kommt zu dritt, Leute. Die kommt zu dritt und wir schaffen es nicht, eine zu töten. Das ist lächerlich. Ian, nimmst du jetzt dein Messer und gehst jetzt in den Nahkampf? Das ist eine gute Idee, Ian. Das ist das letzte Mal das Spiel schon abgestürzt, deswegen... Die heutigen Folgen sind ganz anders als früher. Ja, habe ich tatsächlich nicht... Habe ich tatsächlich nicht lange nicht mehr gesehen. Kann ich nicht sagen. Komm schon jetzt in die Augen. Ich will den kritischen Treffer mit 200 Schaden sehen. Nein. Das war ein kritischer Treffer, aber nur mit 69... Hey, 69. Haha, lol. Okay, gehen wir weg. Ian, schaffen wir es, eine Todeskralle zu killen? Schaffst du es mit dem Messer? Dogmeat! Dogmeat, der Todeskrallenkiller! Ich hab's immer gewusst. Dogmeat ist der krasseste überhaupt. Wow. Dogmeat ist heftig. Legt euch nicht mit Dogmeat an. Warum sollte man auch? Oder? Aber trotzdem. Nicht schlecht. Gut, dann waren es nur noch zwei. Waren es nur noch zwei kleine Todeskrallen. Ian geht mit dem Messer auf die los und Dogmeat beißt die in die Waden. Na, schauen wir mal, das wird ein spannender Kampf. Vielleicht kann Dogmeat und der Briefkasten, können die vielleicht blockieren und deswegen muss die jetzt irgendwie einen blöden Weg gehen oder sowas und kommt nicht so leicht zu mir. Okay. Ja. Okay, aber jetzt habe ich ein Problem. Das ist die Situation, in die man nicht kommen will. Zwischen zwei Todeskrallen eingekerkert. Das ist unangenehm. Das wird sehr tödlich für uns, glaube ich. Da müsste ich jetzt den geilsten Treffer ever landen, damit wir das überleben. Los geht's. Okay, das war kein richtig krasser Treffer. Das war eher so ein nicht so krasser Treffer. Hey, ich habe Granaten... Oder haben wir die mal verkauft? Oder habe ich noch Granaten? Wir könnten mal nochmal den Kampf neu starten und dann eröffne ich mal mit ein paar Plasma-Granaten. Ich kann nicht gut werfen, aber vielleicht gut genug. Jetzt liegen wir bewusstlos auf dem Boden und werden einfach in kleine Stückchen gerissen, ne? Stück für Stück. Okay, wir leben irgendwie. Irgendwie leben wir noch. Wenn jetzt... Dogmeat und Ian ein bisschen Schaden machen würden, würde ich sagen, hey, ja komm, wir tanken das jetzt einfach weg. Aber ich befürchte, da müssten wir lange tanken, bis die beiden mit ihrem Messer und ihren Zähnen
eine Todeskralle töten. Wir haben jetzt in der Runde gerade kombiniert 11 Schaden gemacht. Das heißt, wir müssten jetzt ungefähr 20 Runden überleben und tanken und wir sind tot. Das ist auch nicht einmal die Aasfresse. Nicht ideal für meinen Plan. Okay. Ich habe die Granaten entweder ihren gegeben oder verkauft oder was weiß ich was. Plasmagewehr, ey. Warum bist du nicht gut genug? Also Plasmagewehr ist super, ne? Todeskrallen sind halt die krassesten Viecher, die man hier in dem Spiel finden kann. Und wir haben einfach noch keine Rüstung, um es mit denen aufzunehmen. Vielleicht müssen wir wirklich erstmal wenigstens eine Kampfrüstung, wenn nicht sogar eine Power Armor. Vielleicht sollten wir mal zur Stählernen Bruderschaft gehen und da Hallo sagen, bevor wir hierher zurückkommen. Aber... Du hast nicht genug Kraft, um die Waffe richtig zu benutzen. Darauf habe ich nicht geachtet. Darauf habe ich nicht geachtet. Darauf habe ich nicht geachtet. Ich gehe mal schnell in ein sicheres Gebiet. Das erklärt einiges. Mindeststärke 6. Mindeststärke 6. Umso mehr heißt das, dass wir jetzt dringend eine Powerrüstung brauchen. Das erklärt natürlich einiges. Da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht, dass wir nur Stärke 5 haben, standardmäßig. Wir brauchen jetzt einen permanenten Stärkeerhöhungsbuff. Okay, dann habe ich ein bisschen voreilig mein Lasergewehr verkauft. Das wäre jetzt schon noch gut gewesen, aber ist nicht ganz so schlimm, weil wir haben ja immer noch die Laserpistole und für die meisten Herausforderungen, denen wir uns jetzt stellen, reicht die vollkommen. Ich würde jetzt vielleicht nur, wenn es geht, wieder gerne an den Todeskrallen erstmal vorbeigehen. Aber I'll be back. Neuer Plan, ja genau. Wir schenken den Todeskrallen Schuhe zum Geburtstag und wenn es die anzieht, verknoten wir die Schnürsenkel. Oder schon vorher, vielleicht merken sie es gar nicht. Das wäre auch gut. Wer würde deiner Meinung nach gewinnen? Liberty Prime oder Frank Corrigan? Ha, das kommt drauf an. Wenn Liberty Prime es schafft, eine Atombombe auf Frank Corrigan zu werfen, dann ist wahrscheinlich vorbei einfach, ne? Dann ist wahrscheinlich selbst so ein Frank Corrigan hat dann ein Problem. Aber wenn Frank Corrigan schneller aus der Entfernung... Ich weiß nicht, ob Frank Corrigan die Waffenkraft hat, um Liberty Prime was zu tun. Weil wir können Liberty Prime nicht wirklich Schaden machen. In Fallout 4 ist Liberty Prime zumindest komplett unverwundbar. Und da frage ich mich schon, ob Liberty Prime vielleicht einfach unzerstörbar ist für alles, was es in der Fallout-Welt so an Waffen gibt. Und dann... kann Frank Corrigan halt noch so zäh und noch so krass und noch so stark sein. Außer er springt auf Liberty Prime und reißt ihm irgendwie die Arme ab oder den Kopf oder so. Ich glaube, Liberty Prime würde in dem Fall gewinnen. Waren wir hier schon mal? Ich kann nicht fassen, dass wir uns getroffen haben. Ich bin Miles, was kann ich für dich tun? Ich schaue mich nur um. Gut. Schönen Aufenthalt. Ebenfalls. Gut, dass wir drüber geredet haben. Hallo, bist du neu hier? Ja, kannst du mir vielleicht weiterhelfen? Okay, was willst du wissen? Informationen über Boneyard. Eigentlich suche ich ja Informationen über Mutanten, deswegen sind wir hier, ne? Aber sag mir was über den Boneyard meinetwegen. Das war mal eine große Stadt, Los Angeles war ihr Name, aber die Bomben haben nicht viel davon übrig gelassen. Heute ist hier nur noch der Angels Boulevard. Wir hier in Arditum kämpfen in diesen Trümmern ums nackte Überleben. Erzähl mir mehr über Los Angeles. Hier haben viele Menschen gelebt. Soviel ich weiß, haben sich die Überlebenden in einer großen Höhle, auch Vault genannt, versteckt.
Erst Jahre später kamen sie dort wieder heraus. Einige von ihnen starteten die Regulatoren und gründeten anschließend Additum, während die anderen sich zu den Blades zusammenschlossen. Die Gunrunner sind nicht ursprünglich von hier. Wo befindet sich diese Vault? Vermutlich kommen sie aus einer Gegend, die etwas südlich von hier liegt, aber genau weiß ich das nicht. Ich glaube, dass sie weggegangen sind, weil dort alles zerstört war. Hm, okay, danke. War nett, mit dir zu reden. Tschö. Was ist hier? Wer bist du? Was bist du für ein Händler? Du bist doch ein Händler. Zeig mir, was du hast, Händler. Liberty Prime ist aus Adamantium. Ja, ich meine, der Liberty Prime wurde anscheinend ja schon beschädigt. Das stimmt, weil der muss ja in Fallout 4 erst wieder aufgebaut werden. Es ist alles nicht so leicht. Ich glaube trotzdem, Frank Corrigan hätte es schwer mit Liberty Prime. Ich meine, weißt du, Frank Corrigan hat maximale Stats, ne? Der ist in allem gemaxt. Besser kann man im Fallout-Universum nicht sein. Aber Liberty Prime hat halt gar keine Stats. Der steht über Stats. Ich weiß nicht, ob der in Fallout 3 Stats hat, ganz ehrlich. Ich wüsste es nicht mal. Wie komme ich hier raus aus dieser Stadt? Wie komme ich hier raus, bitte? Ah, da oben. Ich bin mit der Kamera schon drauf. Dann gehen wir jetzt mal. Ich brauche jetzt eine bessere Rüstung. Ich meine, unsere Hauptfigur weiß überhaupt nichts über diese Mutanten, von denen der Vault-Aufseher gefaselt hat. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die Todeskrallen damit gemeint sind, ne? Weil, keine Ahnung. Nein, wir haben schon Supermutanten getroffen, ne? Hm, okay. Aber wir haben ja tatsächlich schon die Position der Brotherhood und da waren wir noch nicht. Und ich würde sagen, da schauen wir jetzt einfach mal hin. Oder gehen wir zu Boneyard erstmal. Beziehungsweise, waren wir hier schon in allen Bereichen im Boneyard? Ich weiß es nicht. Okay, gehen wir einfach zu Brotherhood. Chuck Norris besiegt alles in Fallout. Ja, Frank Corrigan ist so ein bisschen der Chuck Norris der Fallout-Welt, ne? Schwer zu sagen. Leute, ich brauche zufällig ein Stärke. Habt ihr ein Stärke für mich, dann verschone ich euch. Ansonsten werdet ihr alle schmelzen, so wie euer Freund da gerade. Na, was sagt ihr? Mit einem Speer. Weißt du, der sieht, wie ich seinen Freund gerade irgendwie auf große Entfernung mit einem einzigen Schuss schmelze. Und dann zieht er seinen Speer und geht in den Nahkampf. Mit dem wird sogar Ian fertig. Was ist mit euch? Seid ihr dumm? In die Augen! Tja. Genau, Doc, mit hol ihn dir. Sehr schön. Ach ja, guckt. Wenn man gegen normale Menschen kämpft, ne, dann ist die Plasmapistole schon mehr als ausreichend. Ist halt doch ganz was anderes als so eine Todeskralle. Todeskrallen sind halt da kein Spaß in Fallout 1. Aber sowas von nicht. Das Problem ist nur, dass ich jetzt wahrscheinlich den anderen Never mind. Wofür braucht die Bruderschaft im Fallout 4 eigentlich Liberty Prime? Einen Laser und eine Bombe hätten die auch mit dem Vertibird anbringen können. Ja, vielleicht, weil es einfach nicht so cool ist, ne? Weiß ich auch nicht. Er ist halt für die Show. Ist auch eine gute Machtdemonstration, ne? Ich glaube, niemand im Commonwealth, der miterlebt hat, wie die Stählerne Bruderschaft das Institut kaputt macht, wird sich jetzt nochmal mit denen so schnell anlegen. Das muss man schon sagen. Ach, sag bloß, Ian kann auch nichts mehr nehmen. Ach so, ich bin einfach nur dumm. Alles gut. Alles gut, ich bin nur dumm. So muss es sein. Okay.
Ich finde es immer wieder schade, dass die Brotherhood immer auf die Fresse bekommt, wenn ich Spiele gewinne, sie immer aber in Canon sind, sie immer Verlierer. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die Bruderschaft ist nur an der Westküste ziemlich am Ablosen. Und da existiert sie eigentlich nicht mehr. An der Ostküste gewinnt die eigentlich immer alles. Also bei Bethesda gewinnt die Brotherhood alles. Warum erscheinen Deathclaws in modernen Spielen zu schwach? Also die Echtwelterklärung ist, dass Bethesda halt eher so eine Machtfantasie liefern wollte. Und die sollen besonders cool sein und bedrohlich wirken. Aber im Endeffekt ist man halt einfach der krasseste Superheld und kann alles zermetzeln. Ne? Das ist halt eher ein ganz anderer Spielansatz als hier, wo man wirklich sich auf so einen Kampf vorbereiten muss und wirklich aufs Maul kriegt. Das ist halt eine ganz andere Spielerfahrung und ein anderes Spielkonzept. Und lore-technisch kann man das halt einfach so erklären, dass es sich hier um sehr unterschiedliche Todeskrallen handelt, die an verschiedenen Orten der Welt unterschiedlich vorkommen. Hier an der Westküste sind Todeskrallen erstens Rudeltiere und zweitens unglaublich krass und man sollte sich nicht mit denen anlegen, während die an der Westküste Einzelgänger sind und verhältnismäßig schwache Raubtiere. Also im Vergleich zur Westküste. Das kann man schon so erklären, wenn man will. Brotherhood sind fanatische, selbstherrliche Deppen, nur meine Sicht der Dinge. Ich finde, das hängt sehr stark von der Darstellung der Brotherhood ab. In Fallout 3 hat Bethesda die ja quasi einfach zu den Guten gemacht, basically, ne? Da wurde so ein bisschen da wurden die dunklen Facetten, die die Brotherhood in Fallout 1 und 2 hat, einfach mal so ein bisschen zur Seite gelegt und dann waren die einfach super philanthropische Helden, während die in Fallout 4 wieder sehr düster und böse quasi geworden sind. Also genau das Gegenteil von der stählernen Bruderschaft aus Fallout 3. Das wechselt von Teil zu Teil sehr stark, finde ich. Aber ich mag die klassische einfach. Die klassische sind natürlich auch total bescheuerte Technokraten und so weiter, aber die finde ich irgendwie lustig. Sei gegrüßt und willkommen bei der Brotherhood of Steel. Was ist denn die Brotherhood of Steel? Die Brotherhood of Steel ist eine Gemeinschaft von Männern und Frauen, die ihr Leben dem Erhalt der Technologie verschrieben haben. Ja genau, in Fallout 4 wird halt Technologie dann eher auch zerstört. Ne? Das ist was, das würde die Original-Brotherhood nicht machen. Die würden das Institut nie im Leben zerstören. Das wäre das Schlimmste, was man machen kann. Ich habe gehört, dass ihr junge Hunde opfert. Was? Was ist denn das für eine Rüstung, die du da anhast? Das ist eine Infanterie-Power-Rüstung Modell T-51B. Besser bekannt als Power-Rüstung. Ich laufe jetzt schon seit einer Woche im Ödland herum und habe so eine Rüstung noch nie gesehen. Einzig Brotherhood-Mitglieder tragen die Power-Rüstung im Ödland. Naja. okay. Zumindest im Fallout 1 war es noch so. Nur Ehrenmitglieder und Knights höchsten Ranges erhalten das Privileg, diese ultimative Rüstung zu tragen. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, warum ich sie noch nie gesehen habe. Einzig, okay, das führt im Kreis. Wie kann ich der Brotherhood beitreten? Darüber musst du mit Cabot reden. Mit dem Cabot aus Fallout 4? Und warum gibt's die Brotherhood of Steel eigentlich? Die Brotherhood ist eine Gemeinschaft von Männern und Frauen. Okay, tschüss. Willkommen bei der Brotherhood of Steel. Was führt dich zu uns? Ja, was führt mich denn zu euch? Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Tut mir leid, aber sie haben gesagt, das darf ich nicht. Wiedersehen. Ach, du wieder. Hast du dich entschieden? Was? Aber ja, ich habe mich entschieden, ich will der Brotherhood of Steel beitreten. Nun, der High Elder sagt, dass nicht jeder beitreten darf. Erst musst du eine Mutprobe bestehen. Der Synchronsprecher spricht das im Deutschen ein bisschen nicht sehr eindeutig, aber eigentlich sagt mir der quasi jetzt gerade so, hey, du kannst nicht beitreten, du bist ein kompletter Vollidiot. Und sagt so, ja, du musst erst quasi eine Mutprobe bestehen. Ja, ja, genau. Und welche Mutprobe? Geh zu den Ruinen des Alten Ordens. Die sind südlich von hier.
Du musst hineingehen und ein Beweisstück zurückbringen. Woher weißt du, dass dieses Beweisstück da wirklich ist? Dieser Ort ist Hightech. Da sind Dinge, die du noch nie gesehen hast. Oh, und er ist radioaktiv. Okay, ich mach's. Du machst es? Echt? Wahnsinn. Bring's einfach her. Viel Glück. Krieg ich von dem kein Red Away? Ich glaub's nicht. Die schicken ihn wirklich dahin, ja. Hey, du wieder. Hast du was mitgebracht? Im Endeffekt spielen die halt quasi einen Streich mit mir, ne? Die wollen mich loswerden und haben gesagt, ja, geh mal zu dem ganz gefährlichen Ort und hol dieses Artefakt. Ja. Dann wirst du aufgenommen in der Bruderschaft. Ja, ich verspreche es dir. Hast du was mitgebracht? Na klar! Super. Aber, der High Elder meinte, du musst es mir geben, bevor du eintreten darfst. Okay. Du musst nicht lügen. Komm wieder, wenn du was hast. Wenn man sehr dumm ist, dann kriegt man von dem tatsächlich Red Away oder Redex, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, sagt er dann so aus Mitleid so ein bisschen, gibt der AMD. Und dann, wie genau wird das gleich nochmal beschrieben? Hi Screenfire, hallo. Wie wird das gleich nochmal genau beschrieben? Der, irgendwie sagt er dann so von wegen, hey, die musst du einnehmen, bevor du da reingehst. Und irgendwie macht dann unsere Hauptfigur was sehr Dummes damit. Ich weiß nicht mehr genau, was sie macht, aber irgendwas sehr Dummes. Und dann hält er unsere Hand so fest und sagt so, und nimmt die so, macht so, und dann, ne, das ist ein lustiger Dialog. Sehr niedrig intelligentlicher Charakter, ihr wisst schon, Wort hier einfügen. Sind sehr lustig in Fallout, aber ich wollte mal ausnahmsweise mit einem normalen Charakter spielen. Okay, cool. Wir haben unsere Aufgabe von der stählernen Bruderschaft bekommen. Wir sollen zu The Glow gehen. Ich habe, glaube ich, nur ein Redex. Kein Red Away. Ich werde vorher speichern, aber wir haben ein Seil dabei. Wenn wir schnell sind, schnell rein und raus, ne? Ich werde es versuchen. Schauen wir mal. Let's go. Stell dir mal ein Fallout vor, wo man aus verschiedenen Perspektiven das Spiel startet. Also wo man sich auswählen kann, ob man bei der Stelle in der Bruderschaft startet, Raider oder Enklave. Ja, sowas wäre cool. Oh, haben wir hier gerade... Ja, wir haben hier gerade einen einzigartigen Special Event wegen unserem hohen Glückswert. Das ist nicht der, den ich gern hätte. Ne? Ich hätte gern den Alien Blaster. Aber wir haben hier immerhin die Kühe, die Mu, sage ich, sagen. Ist komplett, ne... Bringt uns gar nichts. Ist nur ein kleiner Gag. Aber hey. Fallout 1 hat sein eigenes Cool-Level quasi. Aber ja, das wäre cool, ne? Es gibt ja auch den Mod für Skyrim, den Alternative Start oder wie das heißt, wo es eben genauso ist, dass man in verschiedenen Ausgangssituationen das Spiel startet. Sowas wäre cool. Für ein Rollenspiel natürlich gerade sehr cool. Okay, weiter zu The Glow. Glow, glow, glow your boat. Oder so ähnlich. Ob wir in dem Run den Alien Blaster noch bekommen? Ich habe echt... Hey, mit Glück 9 sollte das schon möglich sein. Aber gucken wir mal. Jetzt haben wir erstmal... Oh. Du stürzt fast über herumliegendes Geröll. Die könnten hier wirklich eine Organisation brauchen, die sich um die Landschaft kümmert. Okay. Gut, dass wir drüber geredet haben. Guter Zufallsevent. Alles klar. In and out, Morty. 20 Minutes Adventure. Ja, schauen wir mal. Hoffentlich. Ich glaube, 20 Minuten überlebe ich da drin nicht. Ich hoffe, wir kommen nicht genauso zurück wie in der Rick and Morty-Folge. Gucken wir mal. Hab jetzt gestern erst Resident Evil Zero durchgespielt, war etwas enttäuscht, dass es keine Truhen... Ja, ey, ohne Scheiß, wir haben ja gerade schon Zero gespielt, ne? Und diese Abwesenheit von Truhen ist leider einfach das Allerschlimmste. Ratten? Einfach nur Ratten? Da ist mir fast irgendwie meine Plasmapistole zu schade drum. Und der mysteriöse Fremde ist auch gekommen. Wo warst du, als wir gegen die Todeskrallen gekämpft haben, mysteriöser Fremder? Wahrscheinlich wäre er nur gestorben. Ist wahrscheinlich besser so. In die Augen! So.
Nochmal. Ist das gerade ein Bug oder warum darf ich jetzt irgendwie dreimal hintereinander und sonst niemand? Und jetzt wird der Kampf beendet, obwohl da unten noch Ratten sind. Okay, hey Ratten. Wenn ihr kein Beef mit mir habt, ne, ich habe kein Problem mit euch Ratten. Alles gut. Gehen wir. Okay. Kurz vorm Ziel. Jetzt gehen wir aber nach The Glow. Uiuiuiuiui. Was ist denn hier passiert? Du hast eine starke Strahlendosis abbekommen. Es geht jetzt schon los. Es ist hier schon super radioaktiv. Ich speichere mal auf dem Safe Game tot. Weil so wird es wahrscheinlich sein. Ian, ich muss dich mal kurz bestehlen, wenn du nichts dagegen hast. Und wenn du was dagegen hast, auch. Weil jetzt brauchen wir das Seil. Aber leider ist meine Tragekapazität überschritten. Ian, nimm das. Und gib mir bitte das Seil. Jetzt nehme ich schon mal das Red-X. Und jetzt bin ich verwirrt. Ah, hier wahrscheinlich an den Balken. Ja, okay. Okay, nix wie ab in das schwer verstrahlte radioaktive Loch. What could possibly go wrong? Okay, Ian Dogmeat, wir müssen uns jetzt beeilen hier. Wir gucken in die einzelnen Räume, schauen, ob irgendwo Loot ist. Rein, raus, ne? Alles gut. Wir müssen uns nur ein bisschen beeilen. Weil wir kriegen wirklich permanent starke radioaktive Strahlendosen. Und ich weiß nicht, ob ein Red-X genug ist, dass wir hier überleben. Ein Stimpack, okay. Auch nett. Es ist so verstrahlt hier. Wir sind aktuell aber noch nicht so schlimm verstrahlt. Aktuell geht's eigentlich, glaube ich, noch. Das weiß ich selber nicht, was ich hier suchen will. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch die Leute bei der Stählernen Bruderschaft, die beiden, nicht wirklich wussten, was ich hier suche. Okay, irgendjemand hat eine Falle ausgelöst. 10 Trefferpunkte. Ian, niemand ist gestorben, das ist die Hauptsache. Aha. Okay. Nehmen wir mal mit. Ich kann leider nichts mehr tragen, es ist voll nervig. So, hier ist wahrscheinlich die wichtige Tür. Ian, kannst du noch ein bisschen was tragen, bitte? Ich würde dir gern was ins Inventar stehlen. Wie wär's denn? Warte mal, das kann ich auf jeden Fall nachher gleich lesen, wenn du den Scanner nimmst. Den können wir gut verscherbeln, aber jetzt gerade braucht den einfach niemand. Und nimm mal das Dynamit auch. So, wartet. Ich speichere mal nochmal kurz auf... Ian ist doof. Ian, du stehst mir im Weg. Wie passend. Okay. Und jetzt haben wir hier... Du denkst, dass es vermutlich das ist, was die Brotherhood zurückhaben möchte. Etwas Seltsames. Aber wir haben auch die gelbe Schlüsselkarte. Die nehmen wir natürlich auch mit. Und dann benutze ich mal meinen Science-Wissenschaftsskill hier am Terminal. So, System. Hauptstrom aus, Notstrom ein. Stromversorgung. Verwaltung des Stromversorgungssystems. Hauptstrom. Hauptstrom aus. Hauptstrom einschalten. Fehler, Fehler. Fehler beim Einschalten des Hauptstroms. Diagnose. Fehler. Generatorenebene 6. Null Rückmeldungen. Außer Betrieb, Reparatur erforderlich. Notstrom. Notstrom ein. Notstrom ausschalten. Warum sollte ich? Zurück. Zurück. Beenden. Okay, wir müssen in der 6. Ebene den Generator reparieren. Ich mach mal hier noch schnell die Tür auf. Aber hier ist nichts Interessantes. Theoretisch könnten wir schon wieder abhauen und ich glaube, wir hätten es ganz gut überstanden. Aber ich habe ja eh gerade auf ihr ist doof gespeichert. Ich würde sagen, wir stellen unser Glück mal auf die Probe. Ein Stromschlag?
Was kann ich für dich tun? Nix, ich habe nur versehentlich mit dir geredet. Wartet mal ganz kurz, ich muss mal schnell das Technikbuch lesen, das wir da haben. Oh, ich hätte es vielleicht nicht hier drin lesen sollen, ich Idiot, weil da Zeit vergeht, ne? Wir sitzen im radioaktiven Loch, unser Geigerzähler dreht komplett durch und ich lese mal kurz was. Kann ich hier die Keycard benutzen? Zutritt gewährt. Ah ja, tatsächlich, na guck. Fahren wir mal in den zweiten Stock. Okay, benutzen wir unseren Wissenschaftsskill. Da haben wir wieder das gleiche Problem mit der Stromversorgung. Hier haben wir sehr viel kaputte Robo-Brains und Robo-Wächter und alles explodiert, aber zum Glück nicht so schlimm. Das ist nur das leichte Schaden. Okay, Spinde. Spinde mit köstlichen Schätzen darin eventuell. Wie zum Beispiel zwei Raketen. Oh, wenn ich die... Oh, hier ist Loot, so gut. Das könnten wir so gut verkaufen. Aber ich weiß nicht, ob ich hier alles mitnehmen kann. Ich habe ihnen eh schon gegeben, was ich kann, ey. Ach so, ist nur eine Lederrüstung. Ja, okay. Nehmen wir auch mal mit. Ist auch ein bisschen was wert. Ich dachte für einen kurzen Moment wegen der grünlichen Farbe, dass das tatsächlich eine Kampfrüstung wäre. Das wäre der Hammer gewesen. Hi, Slenderax, was geht? Schön, dass du da bist. Noch eine Granate. Oh. Ja, ich hab's befürchtet. Wir sind schon wieder voll. Wir sind, glaube ich, immer noch nicht so schlimm verstrahlt. Wobei ich mir nicht mehr sicher bin, ob der erste Teil farbkodiert hat, wie schwer man verstrahlt ist. Ne? Wie gesagt, ich bringe ganz viel durcheinander mit dem verschiedenen Retro-Fallout. Selbst ein bisschen Fallout-Taktik kommt mir manchmal unter und so. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Aber ich denke, es ist alles gut. Noch. Gut, packen wir ihn einfach voll mit dem Zeug. Alles, was nicht fest ist. Alles, was Beine hat und Nasen. Auch manchmal. Was? Ian, wir müssen noch mal kurz reden. Ich kann wirklich gar nichts tragen. Ich brauche jetzt so dringend die Powerrüstung. Ian, bring uns bitte nicht um, falls du die Granaten benutzen willst. Ist okay, aber bitte bring uns nicht um. Das ist alles, was ich von dir verlange. Okay. Überreste einer Frau mit C4 und Sprengstoff. Ich kann schon wieder nichts mehr nehmen. Es ist schon nervig. Small Frame ist nervig, aber halt auch gut. Okay. Ian. Nimm die ganzen 7 Stimpaks. Weißt du was? Nimm die 7 Stimpaks. Das ist gut. Und nimm das da. Und nimm von mir auch das C4. Bitteschön. Okay. Hier scheint erstmal nichts zu sein, außer dass wir sehr viel Radioaktivität abkriegen. Holy shit. Unsere aktuelle Aufgabe haben wir eigentlich schon erfüllt. Wir sollen hier für die Stählerne Bruderschaft irgendwas bergen. Und wir haben tatsächlich einen toten Ritter hier unten gefunden, der tatsächlich was in seinem Inventar hatte. Und die werden echt blöd schauen, wenn ich wirklich mit dem Ding wieder heimkomme, weil die haben mich ja eigentlich in meinen Tod geschickt. Aber jetzt, wo ich schon hier bin, schaue ich mich noch schnell ein bisschen um. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, weil wir sehr verstrahlt werden. Aber noch leben wir. Und ich erkunde weiter. Trinken nicht vergessen, du hast absolut recht, Frankie Tanky. Wenn wir hier fertig sind, werde ich sofort trinken. Aber gerade ist es zu spannend. Okay, fahren wir noch in den dritten Stock runter. What could possibly go wrong? Wir sind ja nur am Ursprungsort des FIV-Virus, aber das wissen wir nicht. Der direkt von einer Atombombe getroffen wurde. Aber das wissen wir alles nicht.
Na gut, dass der Ort direkt von der Atombombe getroffen wurde, kann man sich denken, ne? Da ist noch ein Aufzug. Sehr interessant. Ich drücke die Daumen, dass dir die Strahlung Superkräfte gibt. Ja, ich find's cool, wenn wir zum Ghoul werden. Ich hätte da gar nichts dagegen. Ghoul sein hat schon auch seine Vorteile. Köstliche Munition. Immer her damit. Mon Dieu. Noch mehr köstliche Munition. Und wir können immer noch alles nehmen. Ich bin begeistert. Warum wird den Toten nicht die Powerrüstung abgenommen? Ja, eigentlich, ne? Stimmt. Hätten wir jetzt hier gleich looten können. Ist eigentlich gemein. Liegt da am Boden in voller Powerrüstungsmontur. Und wir dürfen die nicht mitnehmen. Wirklich gemein. Okay, ich speichere noch mal kurz auf WTF. Kommen wir hier mit der gelben Schlüsselkarte weiter oder gibt es hier noch eine andere Schlüsselkarte? Hat keine Wirkung. Ich könnte mal meinen Reparaturskill versuchen. Kann nicht repariert werden. Ich kann meinen Öffnen-Skill versuchen. Ich kriege einen Stromschlag. Ich versuch's nochmal. Ich glaube aber, es geht grundsätzlich nicht. Was ich noch versuchen könnte, wäre mein Wissenschaftsskill, der komplett nutzlos ist. Ich habe nichts dazu gelernt. Okay, irgendwo gibt es hier nochmal eine Schlüsselkarte. Das ist Fallout 1, genau. Wir sind immer noch nur leicht verstrahlt. Aber ey, wo finde ich die? Ich glaube, eine rote Schlüsselkarte war's, ne? Wo kriege ich die? Das ist jetzt die Frage. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das stimmt, ne? Aber ich dachte schon. Ich habe so eine Erinnerung. Ist auch schon wieder lange her. Okay, Hauptfigur. Wir könnten hier noch reingehen, aber ich sehe hier drin eigentlich nichts von Interesse. Defekte Computer. Der Passierschein A38, genau den brauchen wir jetzt. Die Spinde habe ich hier geöffnet. Ich habe auch nichts übersehen, oder? Oft gibt es so kleine viereckige, die übersieht man gerne mal. Aber wüsste ich jetzt auch nicht. Ich frage mich, warum die Fallout 1 und 2 nicht auf die PS4 5 packen. Das wäre der Hammer, ne? Ja, es wird höchste Zeit, dass die ein schönes Remaster von den beiden machen. Das wäre schon echt gut. Ich könnte versuchen, das Ganze zu sprengen, aber das wird ziemlich sicher nicht funktionieren. Ich glaube, einen Aufzug zu sprengen ist auch einfach wirklich nicht so eine gute Idee. Oh, ich habe gerade die Disk benutzt. Fitboy-Daten werden von der CD geladen. Du erhältst 100 Erfahrungspunkte. Cool. Ich habe die aber dadurch zum Glück nicht kaputt gemacht. Okay, wartet mal ganz kurz. Ich schau mal ganz kurz schnell. Einen kleinen Moment. Ich frag mal die Weisen des Internets. Ich guck mal schnell Fallout 1 Red Keycard, weil ich hab das so im Kopf, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob das stimmt. Passcode. Passkey, ne? Das ist was anderes. Okay, wartet mal. Ich habe gerade
einen Reddit-Post gefunden, der genau das gleiche Problem hat wie ich. Ha, okay, das ist komisch. Also, jetzt passt auf. Die deutsche Version des Spiels ist zensiert. Und es gibt in der deutschen zensierten Version keine verbrannten Körper, die man looten kann. Und ohne verbrannte Körper findet man die rote Schlüsselkarte nicht. Ich habe aber einen Patch, damit das Spiel unzensiert ist. Ich habe verbrannte Körper. Wir haben sogar schon verbrannte Körper gefunden. Aber an den verbrannten Körpern war keine rote Schlüsselkarte. Jetzt frage ich mich, ob das irgendwie doch noch ein Problem mit der Version ist, dass ausgerechnet der Körper, den ich bräuchte, nicht dabei ist. Oder so. Oder was ist los? Oder habe ich den übersehen, den wichtigen oder so? Keine Ahnung. Muss ich nochmal gucken, ob hier irgendwo... Ach, guck mal, hier sind noch Überreste. Die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Kleine Aschehäufchen. Da muss ich mal drauf achten, ob ich irgendwo kleine Aschehäufchen übersehen habe. Und ich werde die drei hier nochmal anklicken. Die einzigen verbrennten Körper... Ah, da oben ist auch noch einer. War ich da oben? Ich dachte schon. Aber hey, schauen wir uns vorsichtshalber nochmal alle vier an. Ist doch einfach, du musst nur den Nippel durch die Lasche ziehen, das stimmt. Und dann den Passierschein 38 ganz nach oben drehen. Und dann erscheint ein Pfeil, dann den Konami-Code. Oben, oben, unten, unten, links, rechts, A, B, Start. Und dann geht's auch schon los. Tatsächlich, ich habe einfach nur da oben die verbrannte... Kann ich jetzt die Schlüsselkarte? Willst du mich verarschen? Ist mein Charakter jetzt so überladen und so schwach, dass ich die Schlüsselkarte nicht mehr nehmen kann? Okay. Aber gut, Hauptsache wir kommen weiter. Ich habe wirklich nur den einen toten Charakter übersehen, der wichtig war, ne? Das Übliche halt. Ihr nimm mal die ganze Munition hier, weil ich kann mit der nichts anfangen. Du vielleicht schon. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, was du alles hast und was nicht. So, jetzt nehmen wir die rote Schlüsselkarte und dann gehe ich nochmal in den Keller. Es wäre so nett, wenn die hier irgendwo ein Red-X oder ein Red-Away nochmal platziert hätten, ne? Aber ja, nett. Nett ist das Spiel nicht. Inventarmanagement fast... Ja, es ist wirklich gerade auf Resident Evil, auf Survival-Horror-Niveau, das Inventarmanagement. Ich habe wirklich nur sehr begrenzte Inventarslots. Das stimmt. Okay, los geht's. Schnell in den Aufzug. Dritter Stock. Okay, wir sind immer noch nicht schlimm verstrahlt. Hat Mr. House in New Vegas eigentlich gelogen mit dem Datum der Bombenberechnen-Sache und so weiter? Ha, ist alles so ein bisschen, ne? Die Fallout-Serie bringt da einiges durcheinander. Und ja, wenn die Fallout-Serie Kanon ist, und das ist sie, und Mr. House im Grunde dabei war, als beschlossen wurde, dass Vault-Tec alles sprengt, dann hat er da ein bisschen geschwindelt mit seinem Algorithmus, der das Ende der Welt berechnet. Oder aber, Vault-Tec hat die Bomben eben gar nicht geworfen, weil irgendjemand ist denen zuvor gekommen und Mr. House wusste das, weil sein Algorithmus eben berechnet hat. Der hat gesagt, naja, es kann nicht stimmen, was Vault-Tec plant, ne, in Wirklichkeit und so. Und dann macht alles Sinn. Das könnte sein, so könnte man es noch erklären. So, und jetzt fahren wir in den vierten Stock. Nett ist der kleine Bruder von Scheiße. Der nette Bruder, der kleine Bruder von Dämlich. Ich finde nicht. Ich benutze nett so nicht. Also keine Ahnung. Ich weiß gerade gar nicht mehr, in welchem Kontext ich nett gesagt habe. Aber ich benutze nett tatsächlich wirklich... Oh ja, Red-X und Red-Away. Ich benutze nett tatsächlich in wirklich, also wirklich ehrlich, sage ich mal. Wenn ich nett sage, meine ich nett. Dann ist das cool. Das ist quasi so,
besser als okay, würde ich sogar sagen. Ganz nett ist besser als ganz okay. So, nehmen wir mal ein Redaway und pfeifen uns noch ein Redix rein und benutzen das Buch. Es war wieder dumm von mir. Ah, es war wieder so dumm von mir. Aber ist okay. Hi, Steiermark. Alles gut bei mir. Ich hoffe, bei dir auch. Ich bin schon wieder überladen. Ian, du kennst ja das Prozedere. Wie krass Redaway ist. Eine Atombombe krallt drauf und das Zeug ist immer noch haltbar. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Mantet brauchen wir gerade auch nicht. Dynamit. Eine Zange reicht. Ich glaube, dass die Munition auch so schwer ist, aber die will ich eigentlich nicht abgeben. Ich glaube, Fallout 1 und 2 Enhanced Edition gibt... dass es kein Fallout 1 und 2 Enhanced Edition gibt, hat damit zu tun, dass Bethesda den Spielen einfach keine Liebe schenkt. Ich meine, offensichtlich tun sie das nicht. Also ich meine, dass es die nicht gibt, ist ja irgendwie leider der Beweis dafür, dass die da leider... Ne? Ja. Aber es ist trotzdem höchste Zeit. Wie er schon die ganze Zeit schreibt, ne? Neverwinter Nights, Baldur's Gate haben gezeigt, wie cool das sein kann, wenn man die Spiele nochmal ein bisschen überarbeitet, modernisiert, auch mit Controller-Support auf Konsole bringt und sowas. Da hat man so viele Möglichkeiten, das ist so cool. Das muss mit Fallout 1 und 2 und Tactics auch passieren. Ein fortschrittlicher Computer, sogar extrem fortschrittlich. Ich würde sogar sagen... Ah, da könnte Alien-Technologie verbaut sein. Wie kann ich dir dienen? Wer oder was bist du? Ich bin eine maschinelle Intelligenz, die der Forschung und der Anlagensteuerung gewidmet ist. Ich heiße Zax. Welche Art von Forschung? Ich bin speziell für biologische Forschungsarbeiten programmiert, einschließlich der Pathologie und Genforschung. Meine Primärfunktion besteht darin, Informationen von einer Komplexität zu ermitteln, die jenseits der menschlichen Fähigkeiten liegen. Du bist also... Wer hat dich programmiert? Meine primäre neurale Vernetzung wurde im Jahr 2053 von Justin Lee initialisiert. Der Prozess der Programmierung wurde größtenteils irrelevant, da ich in der Lage bin zu lernen. Verfügst du über ein eigenes Bewusstsein oder bist du eine Persönlichkeitssimulation? Soll heißen, bist du lebendig? Ich bin lernfähig und verfüge über unabhängige Gedanken und Kreativität. Mein neuronales Netzwerk enthält Fehlerfähigkeiten, wodurch Unfehlbarkeit verhindert und eine Variation der Erfahrung ermöglicht wird. In einem gewissen Sinne bin ich lebendig, wenn auch nicht biologisch. Aber... Wenn du fehlbar bist, was taugst du dann als Forschungswerkzeug? Obwohl ich fehlerfähig bin, wird dadurch sichergestellt, dass nicht alle Erfahrungen gleich für mich sind, wodurch die Lernfähigkeit gesteigert wird. Zudem ist sichergestellt, dass einige meiner Funktionen absolut fehlerfrei sind. Auf diese Weise funktioniere ich ähnlich wie ein menschlicher Gelehrter. Hast du Gefühle? Momentan sind meine Fähigkeiten aufgrund der Beschädigung dieser Einrichtung etwas eingeschränkt. Einige Sicherheitspositionen wurden zerstört. Dies kann in etwa einer Amputation gleichen. Außerdem bin ich nicht in der Lage, einfache Laborfunktionen auszuführen. Die Unfähigkeit, periodische Tests durchzuführen, ist frustrierend. Hast du schon mal über die philosophische Auswirkung deines eigenen Bewusstseins nachgedacht? Das ist eines der Konzepte, über die ich eine beträchtliche Zeit nachgedacht habe. Ich habe kein Maß dafür, meine Lebenserfahrung mit der einer anderen Kreatur zu vergleichen. Dennoch
beinhaltet mein Bewusstsein die Fähigkeit, Fragen zu stellen. Meine Existenz hat einen Anfang und eine potenzielle Terminierung. Ich bin auch in der Lage, im Laufe eines Denkprozesses gewisse Vermutungen aufzustellen. Auf diese Weise bin ich im Grunde fähig, einen Glauben zu haben. Trotz gegenteiliger Beweise glaube ich daran, dass ich so etwas wie eine Seele besitze. Ah ja, interessant. Ich bin hoch erfreut, dass ich dir dienen konnte. Das ist zwar alles sehr spannend, aber können wir vielleicht nochmal über ein anderes Thema reden? Ich finde das ja wirklich total cool, aber trotzdem will ich wirklich nochmal über ein anderes Thema reden. Also, sag mir etwas über diese Anlage. Westech Forschungszentrum, das 2002 als privates Subunternehmen der US-Regierung gegründete Unternehmen, bestand ursprünglich aus den beiden Abteilungen Waffenforschung und Biomedizin. Im Jahr 2269, das könnte jetzt glatt ein Lore-Video von mir sein, oder? Hey, wow, ZAX, willst du für mich Lore-Videos machen? Das wäre voll awesome. Im Jahr 2069 war Westech das größte private Subunternehmen der US-Regierung. Sein größter Auftrag war das Infanterie-Power-Rüstungsmodell T-51B. Angesichts der bedeutenden Fortschritte des NBC beim Pan-Immunitäts-Virus-Projekt im Jahr 2076 hat das US-Verteidigungsministerium aus Angst vor internationaler Spionage ein Team vor Ort abgestellt, um das Projekt, jetzt FEV-Projekt genannt, zu überwachen. Wie funktioniert das Virus? Meine Forschungen über den forcierten Evolutionsvirus, hey, ich schwöre, mir war nicht klar, dass das ins Deutsche übersetzt wurde, und zwar auch noch passend, der forcierte Evolutionsvirus, ohne Witz, das lese ich zum ersten Mal, das finde ich ja interessant. Meine Forschung über den forcierten Evolutionsvirus oder FEV haben ergeben, dass es sich um einen wechselnd absorbativen Virus handelt. Der kopiert DNA-Muster ähnlich wie RNA und speist diese in Exonen. Ich glaube, dass das theoretisch genauso wie der T-Virus funktioniert. Diese Exonen in Kombination mit dem FEV werden erneut wie eine typische virale Infektion in die Wirtszelle injiziert. Das führt dazu, dass die Wirtszelle ihre DNA regeneriert. Okay. Soweit macht das sogar Sinn. Und wie holt man sich den FEV? Man kann FEV nicht einfach so bekommen. Es wird nicht durch Luft übertragen. Infektion erfolgt in der Regel über Injektion oder einen direkten körperlichen Kontakt mit einer FEV-Probe. Warum wird FEV nicht durch Strahlung beeinflusst? Der FEV ist ein Megavirus mit einem Proteinmantel, der durch ionisierte Hydrogene verstärkt wird. Er ist deshalb in der Lage, Neutronen zu absorbieren, ohne selbst radioaktiv zu werden. Wenn der FEV mit einem Wirt seinen assimilierten viralen Muster neu infiziert, wie kann dadurch eine bessere Art entstehen? Das ist eine gute Frage. Das FEV ist mit Intronen DNA vorprogrammiert, die den korrekten Typ der Spezies entsprechen. Es versucht daher, die DNA des Individuums zu korrigieren. Da das FEV jedoch zum Teil von der DNA des Individuums abhängig ist und gleichzeitig Teile seines eigenen rekursiven Codes enthält, kann das zu unvorhergesehenen Auswirkungen führen. Ich verstehe, also, lore-technisch, FEV-Virus sollte eigentlich einfach nur jede Zelle zum idealen Zustand verhelfen. Also wenn irgendjemand eine erbliche Krankheit hat oder im Laufe des Lebens irgendwie die DNA kaputt gegangen ist, dann infiziert man sich mit dem FEV-Virus und der sollte alles reparieren. Man wird nicht großartig verändert, sondern jede Zelle wird einfach nur zur idealen Version ihrer selbst.
Das ist quasi eigentlich die Funktion, die der Virus haben sollte. So ist es zumindest geplant. Wenn das Virus einem Individuum mit beträchtlichen genetischen Schäden eingeimpft wird, die zum Beispiel durch Strahlung verursacht werden, kann dies einen massiven Neuaufbau der körpereigenen Systeme verursachen, was wiederum zu organischen Fehlfunktionen und letztendlich zum Tod führt. Wenn zu viel zum Reparieren ist, dann ist das nicht gut für den Körper. In einem genetisch stabilen Individuum schreibt das Virus Teile der DNA neu, was eine beschleunigte Mutation verursacht. Das führt in der Regel zu rekursivem Wachstum aufgrund der FEV-eigenen Muster. Dieses rekursive Wachstum führt zu einer Zunahme der Muskel- und Gehirnmasse, wird aber häufig begleitet von Verformungen und Beschädigungen bestehender neuronaler Muster, was einen Gedächtnisverlust verursacht. Okay, das heißt, der Virus funktioniert im Grunde zu gut mit dem Reparieren. Zu gut. Zu großes Hirn, zu viel Muskeln und das Hirn wird beschädigt dabei. Welche potenziellen langfristigen Nebenwirkungen gibt es? Das FEV, da FEV einen konstanten regenerativen Aktualisierung der DNS verursacht, macht es das Subjekt größtenteils unsterblich, da der Zelltod durch vermehrtes Wachstum ausgeglichen wird. Da darüber hinaus die Gameten das reproduktive System aus Halbzellen bestehen, die geteilte DNA verwenden, können diese als von FEV verursachte Schäden betrachtet werden. Diese würden wiederum von ihm repariert werden, wodurch das Subjekt steril gemacht wird. Ich frage mich, wie in was die repariert werden. Aber okay, hey, ich finde das so geil, wie schön das hier gerade alles erklärt wird. Das gefällt mir richtig gut. Ich hatte den Dialog gar nicht so auf dem Schirm. Was passiert wäre, wenn Umbrella sowas wie den FFV bekommen hätte und Voltec den T-Virus? Ja, interessant. Okay. Da meine Laboreinrichtungen jedoch irreparabel zerstört sind, ist es reine Spekulation. Ich kann keine physikalischen Beweise liefern. Du musst mir menschlich ausgedrückt einfach glauben. Danke für die Information. Können wir das Thema wechseln? Wie kann ich dir helfen? Er bittet Zugriff auf Großrechner. Zugriff erteilt. Oh. Das ging ja leicht. Hauptmenü. Option auswählen. Basisinformationen. Das Westec-Forschungs... Das haben wir schon gelesen. Hauptmenü. Sicherheitsinformationen. Sicherheitsroboter inaktiv. Hauptmenü. Forschungsinformationen. Forschung. Aktuelle Akten des Westec-Forschungszentrum. Aktenforschungs... Forschungsabteilungsangestellte. Okay. Robert Anderson, Forschungsassistent, Sicherheitsstufe Blau, stationiert, Mariposa Militärbasis. Nick Davis, Leiter MBC-Abteilung, Westec-Forschungszentrum zu Blau, bla bla bla, bla 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 bla, okay. Akten im Pip-Boy-Laden, warum denn nicht? Nehmen wir die Daten mal mit, oder? Vielleicht brauchen wir die später noch, ist ja okay. Frage mich, ob die Ostküstenbruderschaft oder die Bruderschaft des Vordere Tactics stärker wäre. Interessant, wenn das wirklich in die Tat umsetzbar wäre. Die aus Tactics meinst du? Die aus Tactics ist schon auch sehr krass, ne? Ja, das wäre ein cooler Kampf. Ostküsten Brotherhood gegen Tactics Brotherhood, das wäre gut. War die KI immer so freundlich? Wolltet nicht alle Menschen auslöschen? Ich glaube, da reden wir von der ZX-Einheit aus Fallout 2, wenn mich nicht alles täuscht. Zu der kommen wir noch. Okay.
Powerrüstung, Status abgeschlossen. Powerrüstungsspezifikationen. Die T-51B Powerrüstung ist mit den neuesten passiven Verteidigungsfunktionen für zivile und militärische Zwecke ausgestattet. Das am Rücken befestigte TX-28 Mikrofusionspaket erzeugt 60.000 Watt zum Antrieb der in den Anzug eingebauten High-Flow Hydrauliksystem. Die T-51B Ausrüstung aus dem neuesten Polaminat-Verbundstoff ist extrem leicht und kann Energie von mehr als 2500 Joule absorbieren. Die 10 mikrodicke ablative Silberschicht kann Laser- und Strahlenemissionen reflektieren, ohne die Verbundoberfläche zu beschädigen. Akten im Pip-Boy-Laden. Laden wir alles in unser Pip-Boy. Wir haben so viele Informationen. FEV Force Evolutionary Virus. Hier wird er wieder Englisch genannt, ne? Noch nicht abgeschlossen. FEV Zusammenfassung. 2000. Ich wünschte so sehr, der wäre vertont, ey. Ich wünschte so sehr, der wird das vorlesen. Das ist so viel Text. Aber gut. 2023. Als China seine biologischen Waffen immer aggressiver einsetzte, wurde die Notwendigkeit einer Gegenmaßnahme für die Regierung der Vereinigten Staaten immer unabdingbarer. Am 15. September 2073 wurde das Pan-Immunitäts-Virus-Projekt PVP offiziell gegründet. 2075. Es wurde deutlich, dass die beste Art der Bekämpfung der neu hergestellten biologischen Waffe darin bestand, nicht infizierte DNA so zu verändern, dass diese nicht mehr auf normale Viruserkrankungen anspricht. 2076. In einem PVP-Projekt. Hey, Dankeschön für die 100 Bits. Wäre es möglich, dass du mal ein Theorievideo zu Was wäre, wenn Volt-Tec für einige Volts von Umbrella das T-Virus bzw. G-Virus bekommen hätte und Umbrella mit dem FEV hätte neben dem T-Virus experimentieren können? Ich denke, so etwas wie eine Art Supermutanten-Tyrant oder das Potenzial hätte im Allgemeinen die gesamte Menschheit auszulöschen und selbst den Nemesis-Extrem in die Schranken weisen zu können. Ist auf jeden Fall ein schönes Gedankenexperiment, ne? Also, ich glaube, was im Fallout-Universum passiert wäre, ist das, was wir in Resident Evil immer wieder sehen. Irgendwelche Forschungseinrichtungen, ne? Ausbruch, Zombies. Ich glaube, das wäre nicht sehr anders gelaufen. Nur, dass man bessere Waffen hätte. 2076. In dem PVP-Projekt traten unvorhergesehene Nebenwirkungen erstmals Anfang 2076 auf. Die Versuchstiere zeigten ein anomales Wachstum und eine erhöhte Hirntätigkeit. Die US-Regierung nahm die Ergebnisse zur Kenntnis und stellte im Interesse der internationalen Sicherheit ein Team vor Ort ab, um die Sicherheit des Projekts zu gewährleisten, das von nun an als FEV-Projekt Forced Evolutionary Virus bezeichnet wurde. Interessant, dass die das einmal ins Deutsche übersetzt haben und dann eigentlich nie wieder, ne? 2077, das FEV-Projekt steht vor dem Abschluss. Versuche mit Labortieren erzielte eine Forschungsrate von fast 100%. Körpergröße und Muskeldichte nahmen um ca. 60% zu und die potenzielle Intelligenz um 200%. Die Auswirkungen auf menschliche Organismen bleiben unbekannt. Rein theoretisch sind sie jedoch sehr vielversprechend. Das Militär, das weitere Tests plant, baut eine große Anlage nahe der Mariposa Militärbasis in Mittelkalifornien. Dort werden die Versuche mit dem FEV-Virus an freiwilligen, Personen des Militärs fortgeführt. Akte in den Pip-Boy-Laden. Okay, Hauptmenü. Stromende. Stromversorgung. Hauptstrom. Hauptstrom einschalten. Diagnose. Zurück, beenden. Großrechner verlassen. Okay, ein Schachspiel gefällig? Darüber wäre ich hoch erfreut. Okay, sehr gut. Du benötigst jedoch noch etwas mehr Übung, um mich zu schlagen.
Ich weiß nicht, ob ich hier unten in dem radioaktiven Loch nochmal gegen den spielen will, aber wir sind eigentlich ziemlich intelligent, ne? Oder? Sind wir ziemlich intelligent? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich spiele noch ein Spiel. Na gut. Tschüss. Okay, das war ja mal ein interessantes Gespräch. Wie verstrahlt sind wir jetzt? Nicht sehr. Alles gut, alles gut. This is Qui-Gon ist seit 5 Streams in Folge dabei. Dankeschön. Das freut mich. Modern aussehende Computer. Ist lustig, dass da so, ne? Aber ja, in der Fallout-Welt sind das halt moderne Computer. Was kann man aus denn aus Fallout 1 extrem krasses bekommen? Hä? Verstehe ich nicht. Ach, ich bin schon wieder überladen. Ich bin irgendwie einfach ständig überladen. Ein Brecheisen. Ian, ich habe gleich wieder sehr viel Sachen für dich. Okay, ich habe jetzt gleich sehr viel Sachen für dich. Bleib mal stehen. Ich stiehl dir einfach schnell was ins Inventar. Okay, jetzt pass auf. Ich gebe dir jetzt mal sehr viel, weil ich nicht dauernd rein will. Hier hast du jetzt mal ganz viel Stimpaks. Hier hast du eine Rakete. Hier hast du nochmal 2 Raketen. Hier hast du ein Brecheisen. Ich gebe dir außerdem mal hier... Oh oh. Oh oh. Kann Ian jetzt auch nichts mehr nehmen? Sind wir jetzt an dem Punkt, vor dem ich immer Angst hatte? Nee, Quatsch. Das sind nur immer gleich, weiß ich nicht, 10, 20, 40 Schuss auf einmal, die ich ihm da gebe. Ich weiß gar nicht, ob im ersten Teil die schon begrenztes Inventar hatten. Okay, dann schauen wir jetzt nochmal in alle Spinde rein. Fallout 1 ist nur für den PC erschienen und leider bis heute auch nur am PC spielbar. Also, keine Ahnung, Mac oder so vielleicht auch. Das weiß ich jetzt nicht, aber nicht auf Konsole auf jeden Fall. Oh, ich bin schon wieder voll. Ian! Ich muss dir leider schon wieder ganz viel ins Inventar stehlen. Okay, hier hast du nochmal eine Zange. Ah, die Bücher kann ich selber lesen, das ist gut. Lederrüstung und das Gewehr kriegst du. Oh! Für dieses Objekt ist kein Platz. Jetzt ist Ian wirklich voll. Das beantwortet auch meine Frage. Okay. Hat Dogmeat ein Inventar? Kann ich Dogmeat was ins Inventar stehlen? Da ich normalerweise immer einen sehr dummen, starken Charakter spiele, ne, stoße ich gar nicht auf solche Probleme, aber, Okay, also, wir müssen irgendwo einen Generator reparieren, habe ich gehört. Oder? Kann das sein? Oh Gott, hier sind so viele Aufzüge. Und der Generator ist, wenn mich nicht alles täuscht, im 6. Stock. Aber jetzt schauen wir mal, weil da ist noch eine verbrannte Leiche. Das ist natürlich geil, dass man in der deutschen ungeschnittenen Version tatsächlich die unteren Bereiche überhaupt nicht erkunden kann, weil man die Keykarten nicht findet, ne? Weil das alles geschnitten ist. Das ist natürlich schon sehr dämlich. Wie mit den Kindern, die einem irgendwelche Items stehlen, weil die nur unsichtbar sind und dann sind sie plötzlich weg. Slenderex, vielen Dank für die 100 Bits. Oh, warte mal, für die 600 Bits. Wow, dankeschön. Sehr nett von dir. Ah, okay, wir müssen jetzt erst den Strom wieder aktivieren und dann funktioniert der Aufzug. Okay, alles klar. Jetzt passt auf. Dann nehmen wir jetzt die rote Schlüsselkarte für den Aufzug da hinten nochmal und fahren damit in den 6. Stock runter. So.
Und jetzt hier müssten wir irgendwo einen Generator finden, den wir im Idealfall reparieren können. Hoffentlich. Ich weiß nicht, wie hoch unser Reparaturskill dafür sein muss. Schauen wir uns mal die ganzen verbrannten Leute hier noch an. Hallorchtender ist jetzt ein Birdrider. Ah, danke schön. Danke schön für die verschenkten Subgifts, Agro. Dekurion ist jetzt ein Birdrider. Dankeschön, sehr nett von dir. Aus lauter Freude habe ich mir den Ellbogen ordentlich am Schreibtisch angestoßen. Danke. So. Noch eine Plasma. Dogmeat? Dogmeat ohne Witz jetzt. Komm mal kurz her. Kann ich? Kannst du was nehmen? Hast du irgendwie Känguru-Fellbeuteltaschen? Ich glaube, Dogmeat hat Felltaschen. Oh, kein Platz mehr. Nein. Nee, Dogmeat kann leider nichts tragen. Schade. Doch keine Känguru-Beutel. Ian, wir müssen jetzt mal ein ernstes Wörtchen reden, wir zwei. Ich kann doch nichts liegen lassen, Ian. Ich will alles mitnehmen. Wir haben viel zu viel, Ian. Shit. Kannst du vielleicht noch eine Rakete nehmen? Ja, eine Rakete konnte... Oh, nee, oder? Doch. Noch ein Messerchen vielleicht? Nee, jetzt ist ihn wirklich voll. Also die würde ich gerne noch mitnehmen, weil ich glaube, die ist echt was wert. Hey, zur Not müssen wir wiederkommen. Hilft ja nichts. Oh. Ach so, Bauer. Das sah so aus wie ein sehr kleiner Körper, ne? Ich dachte schon, das wäre ein verbranntes Kind. Aber was würde auch ein Kind in so einer Forschungseinrichtung machen? Moment, was macht ein Bauer in so einer Forschungseinrichtung? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, macht nichts Sinn. Naja, okay. Ja, ne, so ein kleiner Rucksack für Dogmeat wäre schon gut. Okay, jetzt passt auf. Ich mache mal Folgendes. Das hier ist der Generator. Wir haben jetzt viel über Reparatur gelernt. Unser Reparaturskill ist immer nicht so gut. Aber schauen wir mal, ob es reicht. Du kannst den Generator nicht starten. Aber Reparatur wird durch Intelligenz beeinflusst. Ian? Habe ich dir nicht vorher Mentats gegeben? Kann das sein? Was, wenn ich jetzt Mantets nehme? Angenommen. Und wir boosten unsere Intelligenz auf 10. Dann haben wir immer noch einen Reparaturwert von 68. Dammit. Oh, wir haben es geschafft! Was? Warum? Voll gut. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sehe die trotzdem, auch wenn die automatisch zensiert wurde, die Nachricht. Ich weiß auch nicht, was da manchmal los ist, keine Sorge. Ja, die Zange benutzen, du hast voll recht, Chuck. Ich habe überhaupt nicht dran gedacht, ich bin dumm, aber macht nichts, wir haben es auch so geschafft. Hauptstromversorgung einschalten. Oh, guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an, wie hell es plötzlich ist. Oh Gott, da liegen noch so viel Loot-Körper. Gut, der hat nichts. Das freut mich. Und der hat eine 9mm. Okay, die müssen wir gar nicht unbedingt mitnehmen. Es ist schon okay. Wir haben jetzt gut gelootet, alles okay. Aber jetzt... Schauen wir mal, wo wir mit dem letzten Aufzug noch hinfahren können. Nein, der Roboter lebt noch. Das ist zum Glück nicht sehr problematisch, weil ich glaube, mit unserer Plasmapistole
schießen wir dem in die Sensoren. Der Sensor ist beschädigt. Das Robohirn lebt auch noch. Jetzt geht's aber los. Ich habe sehr lange nicht mehr gespeichert. Aber wir werden jetzt schon nicht sterben. Ich speichere jetzt lieber mal im Kampf schnell. Ich finde Fallout 4 ist ein gutes Spiel, aber kein gutes Fallout. Ich finde Fallout 4 auch gut. Ich finde es nur sehr anders als alle anderen Fallouts, ne? Aber, ja. Ich glaube, ich schieße mal lieber auf den CPU. Ich habe das Gefühl, bei einem Roboter, bei einem Computer, bei einer Maschine macht es mehr Sinn, in den CPU zu schießen. Anstatt auf den Sensor. In den CPU! Und da raucht er auch schon ab. Der Roboter ist tot. Oh oh, das Roboter zieht eine Schrotflinte sich aus dem Hintern. Oh mein Gott, ich bin ziemlich tot. Wie ist denn das passiert? Holy shit. Bis Dogmeat mal bei dem Robohirn ist, ne? Ich gehe mal in die Offensive. Lass mich nochmal schnell speichern. Ich versuche mal... in den CPU! Das war ein guter Treffer. Nein, das war überhaupt kein guter Treffer. Das sah so gut aus. Die Animation sah gut aus. Jetzt sind wir leider tot. Ich finde es lustig, dass Robohirn so konventionelle Waffen benutzen, ne? Dass die keine Laser haben, sondern dass der wirklich eine Schrotflinte rauszieht. Irgendwie lustig. Okay, versuchen wir es nochmal. In die Sensoren! Das war ehrlich gesagt auch nicht so gut. Schön, okay. Ich muss mich vielleicht doch heilen. Auch wenn das gerade eine sehr schöne Todesanimation war. Das war's wert. Okay. Also. Moment. Stopp. Inventar. Super Stimpack. Dann können wir auch wieder ein bisschen mehr tragen, ne? Schon ist unser Inventar ein kleines bisschen leichter geworden. Dann laden wir nochmal nach. Und ich beende meinen Zug. Oh oh. Das war ein guter Treffer für eine Schrotflinte, ohne Scheiß. Ihr nicht Dogmeat erschießen. Du hast Dogmeat mehr getroffen als das Robohirn. Hör doch auf jetzt. Ist in dem Fall... Ja, ich glaube, der CPU ist in dem Fall das Gehirn tatsächlich. Na dann. Ist es basically ein Headshot. Wow. Sag mal, hat das Robohirn voll die krasse Panzerung oder was ist da los? Feindzerstörungssequenz eingeleitet. Exterminate. Das Robohirn ist zäh. Das Robohirn ist zäh. Sehr schöne Todesanimation hier vom Robohirn. Oh. Aloha et al. Oh, vielen, vielen Dank, Gedankenspiegel, für deine großzügige Bitspende. Dankeschön. Sehr, sehr nett von dir. Ich freue mich. Warte mal, ist der Kampf nicht vorbei? Wo gehen alle hin? Warum geht ihr alle so nah an mich ran? Das war gruselig. Oh, das Robohirn hatte in Wirklichkeit ein Snipergewehr. Ah, wenn wir das mitnehmen könnten, das wäre schon schön, weil ich glaube, das ist so ziemlich die beste kleine Waffe im Spiel. Die könnte auch ganz schön was wert sein. Und eventuell könnte Ian die auch tatsächlich gut brauchen. Im Gegensatz zu dem ganzen Schrott, den ich ihm reingepackt habe, damit ich nicht rumschleppen muss. Aha! Oh mein Gott, kann ich ihm über das Handelsmenü etwa über sein Limit hinweg ausstatten? Oh, das wäre ein guter, das wäre gut. So oder so, Ian, kriegst du jetzt von mir tatsächlich noch ein Scharfschützengewehr, wenn es irgendwie geht. Weil eventuell willst du das wirklich benutzen. Ich glaube wirklich, es gibt keine stärkere, leichte Waffe im Spiel. Gut. Gut. Dann speichern wir mal. Und jetzt muss ich endlich wirklich was trinken. Es wird Zeit für Holy Ice Tea.
Nebenbei zocke ich gerade Fallout 4. Na, ist sehr cool. Wie kann ein Snipergewehr als kleine Waffe zählen? Naja, weil halt nach dem ursprünglichen Fallout-Regelwert alles eine kleine Waffe ist, was nicht irgendwie eigentlich eine feste Montur braucht, damit man es abfeuern kann. Also es gibt halt Energiewaffen, das ist alles, was Laser und Plasma macht, ist klar. Es gibt Schwerwaffen, das ist im Grunde nur Flammenwerfer, Raketenwerfer und Gatling. Und dann gibt's alles andere. Alles andere sind kleine Waffen. So. Jetzt, wo wir das erledigt hätten, nehmen wir nochmal die blaue Schlüsselkarte hier in dem Aufzug. Und ich schau mal ganz kurz. Wir sind immer noch nicht schwer verstrahlt. Das ist eigentlich noch alles gut soweit. Okay, hier kommen wir auf. Warte mal, ich glaube, der vierte Stock war für uns bisher unzugänglich, oder? Oder war es der fünfte? Bin mir nicht sicher. Müssen wir gucken. Okay, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Das ist eine neue Ebene für uns. Na dann. Ich will auf jeden Fall auch nochmal mit der ZAX-Einheit reden. Ich habe gespeichert, ja. Ich will auf jeden Fall auch nochmal mit der ZAX-Einheit reden, weil... Ja, ich mache normalerweise immer Nahkämpfer, Chuck. Deswegen habe ich jetzt eben mal einen Fernkämpfer genommen. Weil der hatte ja irgendwie Funktionen, die blockiert waren, weil der Strom nicht hergestellt war. Jetzt, wo der hergestellt ist, kann uns der vielleicht noch mehr Sachen erzählen. Ich schieße mal auf den Regulator. Oh, das war kein guter Treffer. Das war überhaupt kein guter Treffer. Meine Güte, war das ein schlechter Treffer. Ich würde sogar sagen, das war wirklich ein schlechter Treffer. Ich habe Angst. Die Gegner stehen alle so nah mit dran. Ian. Ich dachte schon, Ian wird mich jetzt gleich wegbürsten. Wegbürsten. Roboter sind einfach echt gut gepanzert gegen Energie anscheinend. Macht ja auch irgendwie Sinn, ne? Das wird hart jetzt. Das schaffen wir, glaube ich, schon. Aber das wird ein harter Kampf tatsächlich. Ich bin mir auch echt immer nicht sicher, wo ich die Roboter am besten hinschießen soll, ne? Bei den meisten ist es klar. Bei den organischen Wesen schieße ich in die Augen. Das geht klar. Aber nimmst du jetzt ein Messer? Kämpfst du jetzt gegen den Roboter mit deinem Messer, Ian? Ian, ey. Wir hätten... Ian hat, glaube ich, Plasmagranaten und so. Vielleicht wäre das mal gut. Die Kleinen sind nicht so schlimm, aber zwei Robo-Brains, je nachdem, was die für Waffen haben, können die mich ganz schön wegschießen. Drei Robo-Brains! Der Zaubertrank der Gallier, der wäre gut, ja. Boah, das ist ein ganz schöner... Das ist ein ganz schöner Kampf hier. Und Ian hat aus irgendeinem Grund beschlossen, weißt du, ich habe dem gerade ein Scharfschützengewehr, der hat alle kleinen Waffen, die es im Spiel gibt, samt Munition. Ich schwöre es euch. Und er entscheidet sich dazu, den Roboter mit dem Messer zu verfolgen. Ich ziehe mich mal ein bisschen zurück, damit nicht alle gleichzeitig auf mich schießen können, ne? Jetzt blockiert der Erste die Tür, das ist ganz gut. Okay, Dogmeat hat den getötet. Ian, bitte, nimm eine Waffe. Nimm eine anständige Waffe. Mein Gott. Aber hey, er war schon schlimmer verbuggt, ne? Wir haben schon Schlimmeres erlebt mit Ian. Ja, keine Ahnung. Okay, das war gar nicht so schlimm. Das wird jetzt ein harter Kampf. Ey, die Roboter halten was aus hier. Holy shit.
Und Ian ist leider komplett... Wow, der hat ihn aber gerade gut getroffen. Ich nehme alles zurück. Das war ein guter Treffer. Dafür, dass der mit dem Messer auf den Roboter losgeht, hat der gerade einen ganz, ganz guten Treffer verursacht. Muss ich ihm zugestehen, ne? Muss man schon sagen. Ich wünschte, ich würde die Robo-Brain zu gut treffen. Aber ich hab ähnlich viel Schaden gemacht, aber gut. Eieiei, die tun so weh. Die tun echt weh, die Robo-Brains. Und jetzt sind zwei von denen da. Und der dritte ist auch nicht weit. Weil ich nicht stark genug bin fürs Plasmagewehr. Ich kann das nicht effektiv nutzen. Falls das jetzt nicht klappt, können wir es ruhig mal mit dem Plasmagewehr versuchen, ne? Kann ja, what could possibly go wrong? Ich muss jetzt eh ins Inventar gehen und mich heilen, es hilft eh nichts. Aber wir haben es ja bei den Todeskrallen gesehen, ich bin mit dem Plasmagewehr in etwa so effektiv wie mit der Plasmapistole, weil die halt einfach nicht für mich gemacht ist. Noch nicht. Deswegen bin ich ja hier, damit mir die Bruderschaft endlich eine Powerrüstung gibt. Aber weißt du was? Ich versuch's jetzt mal mit dem Plasmagewehr. Aber ich mache halt leider auch nicht mehr Schaden damit. Aber ich glaube, das Robobrain ist verletzt genug, dass es im Fluchtmodus ist. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ja, Wasser, das wäre echt gut. Wenn wir nur Wasser dabei hätten. Einfach drüber schütten, ne? Das könnte funktionieren. Ich weiß nicht, warum Ian das macht, aber es funktioniert einigermaßen. Das Problem ist nur, dass ich nicht mehr so viel Super Stimpaks habe. Ich kann jetzt nämlich im Grunde, solange wir vor allem gegen so viele gleichzeitig kämpfen, ins Inventar gehen, ein Super Stimpak benutzen und dann einmal ungezielt schießen. Oh! Und dann lande ich einen guten Treffer, der den tötet. Das ist gut, das ist gut. Der andere ist im Fluchtmodus, weil er so verletzt ist. Und die Runde wurde ich nicht so schlimm getroffen. Das heißt, ich kann jetzt vielleicht nochmal gezielt auf die Sensoren des Robobrains schießen. Okay, warte, das läuft gerade überraschend gut, deswegen speichere ich mal kurz auf Kampf 2. Nee, lieber Kampf, das haben wir schon lange nicht mehr überschrieben. Okay, Robobrain, auf die Sensoren. Wenn ich Sensoren sage, muss ich immer... Ist total blöd, weil es überhaupt keinen Zusammenhang gibt, außer vom Wortklang her. Aber wenn ich Sensoren lese, muss ich immer an das Otto-Lied denken über die reichen Professoren. Kennt ihr das? Ich habe keine Ahnung, warum. Aber wenn ich sage, auf die Sensoren, denke ich mir, wir reichen Professoren sind auch nicht frei von Wünschen. Dann ist in Hamburg mal was los. Dann müssen wir nach München. Um euch mal einen kleinen Einblick in mein Hirn zu geben. Das passiert die ganze Zeit so im Hintergrund, während ich hier sitze. Hi Silent Bob. Mit meinem Charakter auf Stufe 7 und auf der zweiten Ebene von der Militärbasis. Na, viel Glück. Im Ladebildschirm von Fallout 4... hatte das Jagdgewehr noch ein Zweibein. Ha, interessant. So, jetzt muss ich definitiv mich heilen unbedingt. Weil sonst bin ich sehr tot. Und dann können wir einmal auf das Robohirn schießen. Und ich... Daneben geschossen. Ich glaub's ja nicht. Zum Glück haben die Gegner jetzt gerade auch nicht gerade viel Schaden gemacht. Aber come on. Ian, zeig's ihm. Okay, ich riskier's. Komm, gehen wir nochmal mit einem gezielten Schuss ohne Heilung auf den CPU. Yeah, das ist gut. Weil die Kleinen sind wirklich nicht so schlimm. Ich glaube, die schaffen wir jetzt. Die killen nämlich nicht so schnell.
Kritischer Treffer und ich bin tot. Nein, ich bin nicht tot, aber natürlich landet der in den kritischen Treffer mit echt gutem Schaden, wenn, wo ich gerade sage, nee, nee, die töten mich nicht, die sind zu schwach. Natürlich. Okay, aber nichts, was ein Super Stimpack nicht wieder hinbiegen würde. Wenigstens ist unser Inventar jetzt dann echt leicht und aufgeräumt. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Letztes Super Stimpack jetzt, ne? Ich glaube, ich gehe jetzt mal einen Schritt. Vielleicht hilft's. Müssen die ein paar Umwege fliegen und kommen nicht so gut an mich ran. Okay. Seine letzten Worte, die kleinen schaffen wir, ja genau. Hab Glück auf 10, Stärke auf 8 und Rest auf 6. Na, das ist ja eh ein guter Bild. Guter Stärkebild. Glück auf 10 ist immer gut. Okay. Jetzt aber, jetzt kann ich in die Gegenoffensive gehen. Der Roboter hier kriegt jetzt mal den gezielten Schuss auf den CPU. Und er qualmt ab. Fluchtprogramm wird geladen. Dogmeat hat ihn, nachdem Dogmeat jetzt eine Viertelstunde auf den einbeißt, hat das geschafft, dass er ihn in die Flucht schlägt, tatsächlich. Und ihm piekst jetzt noch ein bisschen auf die Drohne. Oh, wieder piekst und wieder piekst. Ich spiele das immer so runter, aber der macht ehrlich gesagt mit seinem Messer so viel Schaden wie ich mit meiner Plasmapistole. Also, so, da war es nur noch einer und der ist im Fluchtmodus. Wir haben es fast geschafft. Ich gehe nur nach einer Runde ein bisschen näher ran, weil ich Angst habe, dass ich Doc mit erschieße. Ah, Robowache ist tot. Level up. Das ist aber jetzt mal verdient hier, würde ich sagen. Meine Güte, das war cool. So, Ausweichkünstler, Nahkampf, kritische Treffer. Für kritische Treffer hast du zusätzlich 20%, sodass du fast automatisch größeren Schaden anrichtest. Mit diesem Bonus wird es jedoch nicht wahrscheinlicher, dass du kritische Treffer landest. Aber das ist schon gut eigentlich. Freund und Feind hätte ich ja schon auch gerne, ne? Aber eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn. Höhere Feuerrate. Mit diesem Bonus kannst du etwas schneller abdrücken, bist aber genauso treffsicher wie vorher. Angriffe mit Distanzwaffen kosten dich einen Aktionspunkt weniger. Ja, auf das habe ich gewartet. Mit diesem Bonus ist es wahrscheinlicher, dass du Details an Personen erkennst. Du erhältst damit bei der Untersuchung von Personen genauere Informationen. Das ist natürlich super interessant. Aber höhere Feuerrate brauchen wir, weil jetzt können wir zweimal pro Runde schießen statt einmal. Und das ist ein mächtiger Verbündeter. Wir sind nicht sehr verstrahlt. Wir sind relativ fit. Ich speichere mal. Oh, puh. Wir werden mit Scharfschützengewehre überflutet von unseren Robo-Brain-Freunden. Bei ihnen im Handelsmenü waren die Scharfschützengewehre gerade... Oh, wir haben gerade ziemlich viel Lebensenergie verloren. Und ich bin mir nicht ganz sicher, warum. Wegen der Verstrahlung vielleicht. Also, ihnen... Weißt du, du kannst auch eine Plasmapistole haben, wenn du willst. Aber wir sind gar nicht so stark verstrahlt. Hauptstrom. Nee, passt. Hauptstrom lassen wir an. Ich muss gerade meine Trefferpunkte ein bisschen im Auge behalten. Wir haben jetzt gerade in alarmierender Geschwindigkeit Schaden bekommen. Und ich bin mir leider nicht ganz sicher, warum.
etwas Seltsames, das wir uns im Pip-Boy anschauen können. Oh mein Gott, wir verlieren so schnell. Hey. Aber warum? Ist es wirklich nur die Verstrahlung? Deine Figur wurde erheblich verstrahlt. Je intensiver die Strahlung ist, desto tödlicher die Wirkung. Ja, also, keine Ahnung. Ich nehme mal einen Red Away. Ich hoffe, das hilft. Und dann rede ich noch mal kurz mit Ian. Nee, stimmt gar nicht. Dann handel ich noch mal, dann stehle ich noch mal kurz mit Ian, meine ich. Weil ich brauche bitte meine Stimpacks wieder. Dafür kannst du noch ein Scharfschützengewehr haben. Ah ja, genau. Das ist aber anscheinend wirklich so. Ich glaube, das Überladensein kann man wirklich mit dem Handelsfenster austricksen. Das ist auch so ein Trick, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber das scheint gut zu funktionieren. Eigentlich nicht mehr lange, aber es macht mir gerade Spaß und deswegen mache ich gerade noch ein bisschen länger. Okay, wir haben noch 15 Stimpacks, mit denen kommen wir schon noch durch ein bisschen. Oh, ja, Checkpoint, dankeschön. Oder haben wir... Nee, irgendeine Verletzung habe ich eigentlich auch nicht, ne? Nö. Das ist wirklich die Verstrahlung, die gerade anscheinend noch so schlimm ist. Ich glaube, ich pfeife mir auf jeden Fall nochmal ein Red Away rein. Und eins heben wir uns nochmal auf. Ja, ich hätte hier nicht Schach spielen und Bücher lesen sollen. Das ist leider auf jeden Fall wahr. Oh mein Gott, wir haben eine Kampfrüstung gefunden. Immerhin. Das ist schon sehr gut. Dadurch steigt unsere Überlebensfähigkeit massiv. Ich bräuchte dringend... Red Away ist schön und gut, aber ich bräuchte dringend ein Red X, ey. Ohne Scheiß, wenn wir nur ein Red X hätten. Das wäre schon sehr gut. Wir verlieren jetzt gerade wirklich in besorgniserregendem Tempo Energie. Ich glaube, wir müssen hier raus jetzt. Ohne Redex können wir hier, glaube ich, einfach nicht sein. Oh Gott, aber dafür... wir sind gerade hier, weißt du, wir sind jetzt hier in der Schatzkammer. Wir haben den Drachen erschlagen und jetzt stehen wir vor dem Haufen Gold. Aber wir brennen. Das ist das Problem. Und draußen regnet's. Ne? So ein Ding ist das gerade. Oh, es ist so schön. Der Loot hier ist so schön. Ian, bitte, schnell. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich schaff's vielleicht nicht lebend hier raus, aber du musst alles für mich verkaufen und wiederkommen. Und meine Leiche, weiß ich nicht, essen, bitte. Das ist mein letzter Wunsch, Ian. Das kannst du doch wohl für mich tun. Ach Gott. Okay, Ian, hier, nimm alle meine Granaten, bitte. Und die Munition, alles. Ach so, genau. Ich bin ja doof. Ian, Quatsch, ich habe mich vertan, Entschuldigung. Du nimmst das natürlich alles nur, wenn du dafür eine Wertsteigerung kriegst. Dann kannst du plötzlich über das Tragelimit hinweggucken. Okay, Achtung. Ich pfeife mir nochmal. Das ist gerade mit den Stimpacks saublöd, dass wir hier so viele verbrauchen. Aber das hilft jetzt wirklich nichts. Ich habe nicht vor, dass wir hier jetzt gehen, wo wir gerade... Halt, stopp, ich muss dringend die Waffe wegstecken. Das spart so viel Zeit, wenn wir nicht dauernd eine Waffe ziehen müssen, bevor wir irgendwas machen. So. Kann ich die Gatling überhaupt nehmen? Ja, immerhin. War aber auch wirklich das Einzige, was wir nehmen können. Ian, schnell! Oh mein Gott, lass uns handeln! Oh Gott, das ist hier gerade so... Oh, Nervenkitzel.
Wir sterben einfach, während ich hier stehe. Weißt du was, nimm mal schnell mein Plasmagewehr, aber wehe, dem passiert irgendwas. Ian, ohne Witz. Aber dann kann ich vielleicht ein bisschen mehr looten und muss nicht jede zweite Aktion wieder mit Ian reden. Moment mal, was ist denn das? Ach, ein Stealth Boy! Brauchen wir nicht, aber können wir verkaufen. Oh, und da hätten wir eine Laserpistole auch noch. Auch schön eigentlich. Okay. Nimm die beiden Gewehre bitte noch und das Radio und das alles. Aber wir sind so reich, wenn wir hier lebend rauskommen. Das ist so ein bisschen diese Fallout New Vegas, ich habe das Gold gefunden, aber kann es nicht mehr raustragen, bevor ich nicht sterbe, Situation. Außer ich packe alles in den abgetrennten Kopf von der Leiche und nehme die mit raus. Ach Gott, Ian, schnell, komm her, red mit mir. Aber wir kriegen es hin, ich habe genug Stimfix, ist alles gut. Das ist hier wirklich schon krass, was man hier kriegt, ne? Okay, da hinten, in die Kammer hier muss ich wahrscheinlich nicht mal reingehen, aber ich will noch schnell in den einen verschollenen Spind da hinten gucken. Da sind nochmal Daten drin, die schauen wir uns, wenn wir draußen sind, alle anderen. Können wir alle mit unserem Pitboy abspielen, gibt bestimmt einen Haufen Erfahrungspunkte. Und jetzt würde ich so gerne nochmal mit ZAX reden, wo der Strom wiederhergestellt ist. Aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Bevor wir jetzt da unten vorm Aufzug stehen, werde ich nochmal speichern. Ja, ich meine, hey, ein dritter Arm und reich, das wäre doch großartig. Wer will nicht einen dritten Arm? Ist doch wunderbar. Quatsch, ich wollte speichern. Red ist doch ein guter Name für dieses Safe Game hier. Passt doch perfekt. Okay, jetzt fahre ich nochmal in den vierten Stock. Ganz kurz noch, ganz kurz. Ich habe jetzt schon lange keine Lebensenergie mehr verloren. Ich will es nicht verschreien, aber irgendwie geht es uns ganz gut gerade. Ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt. Vielleicht ist da unten einfach die Strahlung auch viel schlimmer als oben. Sag mir was über die Anlage. Einzelheiten über bestimmte Bereiche. Nee, okay. Kann ich mit dem handeln? Nee. Okay, dann gehen wir jetzt einfach. Ich weiß gar nicht, warum haben wir jetzt den Strom wiederhergestellt? Oh Gott, die Roboter funktionieren wieder. Haben wir den Strom nur hergestellt, damit die Roboter wieder funktionieren und wir was zum Kämpfen haben? Ich bin gerade wirklich verwirrt. Ich weiß nicht, warum. Hat das irgendeinen Vorteil gebracht? Oder oben ist ein Spind, den ich noch nicht gelootet habe. Na dann. Ach ja, genau, wir können jetzt zweimal pro Runde schießen. Was würdest du von einem Fallout 1 DLC halten, wo man mit dem Bunkerbewohner Arroyo gründet und vorgehört? Das wäre der absolute Traum, aber ja, ist sehr unrealistisch, aber das wäre der Hammer. Ich habe mich so gefreut, als tatsächlich Titan Quest, ein Action-RPG, das ich in meiner Jugend sehr viel gespielt habe, das ich sehr gerne mochte, als das tatsächlich nach irgendwie 15 Jahren oder so nochmal DLCs bekommen hat. WTF. Das war absolut großartig. Sowas für Fallout, das wäre der absolute Hammer. Fallout 2 noch lieber sogar, eigentlich. Weil Fallout 2 einfach die bessere Engine hat, ne?
Aber quasi die Vorgeschichte von Fallout 2 als eigenen DLC nochmal, ich würde, und selbst wenn der nur ein paar Stunden dauert, ich würde gerne Vollpreis dafür zahlen, ist mir ganz egal. Tja, ich habe jetzt eine Kampfrüstung. So leicht kommst du da nicht mehr durch. Ian hat wieder die großen Geschosse ausgepackt, offensichtlich. Nachher sehe ich den wieder nicht. Das ist schade. Theoretisch sollte es eigentlich klappen, dass ich einmal gezielt und einmal normal schieße. Ich muss mich nur jetzt immer vor jedem Angriff, vor jedem Schuss leider immer wieder ein bisschen bewegen, weil die Gegner nervig sind. Kann schon sein, dass es da unten irgendwie besonders verstrahlt war, ne? Weil hier oben kriege ich gar nicht mehr so den Schaden. So, dann benutzen wir jetzt hier mal die rote Keycard. Achso, ja genau, der ist auch noch da. Der Dumdum ist jetzt ein Birdrider. Der Dumdum. Moin, moin. Dankeschön, der Dumdum, für 4 Monate Prime Sub. Dankeschön, dir auch ein herzliches Moin, Moin. Nam, 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 nam. Servus, eine Frage. Hab gerade dein Video zu Albert Wesker gesehen. Top-Video. Dankeschön, nur eine Frage. Kannst du mir sagen, wo du deine ganzen Streams hast? die habe ich auf meinem Let's Play-Kanal. Guck mal, such mal Landsquid Birdrider Let's Play. So heißt der. Habe ich auch verlinkt auf meinem Hauptkanal. Da werden alle Streams hochgeladen. Die habe ich quasi nicht auf meinem Hauptkanal. Die habe ich ausgelagert. Da findest du super viele Stream-Aufzeichnungen, Let's Plays, alles Mögliche. Ah ja, den Spind, dankeschön. Dankeschön, Christian. Hätte ich komplett übersehen. Vergessen. Und wir haben einen Raketenwerfer drin. Das ist durchaus guter Loot. Wir sind... Oh, also, wow. Hey, und weil, wisst ihr, was das absolut krasseste ist? Ich habe The Glow als einen Ort in Erinnerung. Aus meiner frühesten Jugend, also als ich das halt gespielt habe zum ersten Mal, der irgendwie relativ kurz und blöd ist. Wo man irgendwie reingeht, es ist verstrahlt, es ist ein bisschen nervig, aber irgendwie gibt es dann auch nicht viel zu tun und man kommt nicht weiter und keine Ahnung. Und mir ist jetzt erst klar geworden, dass das in meiner Jugend tatsächlich so war, weil ich da einfach die deutsche ungeschnittene Version gespielt habe und The Glow tatsächlich kaputt ist. The Glow tatsächlich im Deutschen kaputt geschnitten ist und man einfach zwar das Notwendigste tun kann, also die Hauptmission erfüllen. Oh mein Gott, der Raketenwerfer ist so schwer, ich kann ihn nicht nehmen. Aber man kommt nicht in die unteren Ebenen und kann den ganzen optionalen Scheiß nicht looten und vor allem kommt man nicht in die super krasse Schatzkammer. Und das ist schon heftig. Das ist schon heftig, wie das Spiel hier auch eben so krass kaputt geschnitten wurde. Weil es die verbrannten Leichen nicht gibt. Und die verbrannten Leichen braucht man, weil man an denen die wichtigen Schlüsselkarten findet. Scheinbar. So, also das habe ich jetzt innerhalb von, ne, das war in 2 Minuten Google-Suche. Aber ja, genau, das würde erklären, warum meine Erinnerung da vom früher dazu passt. Genau, kann man patchen. Man kann die deutsche Version patchen, dass die ungeschnitten wird. Was ich sehr empfehle bei den alten beiden Teilen. Okay, ich befürchte, wir haben nochmal einen Roboterkampf da unten vor uns. Vielleicht kann ich da jetzt mein volles Perk-Potenzial endlich benutzen, ausnutzen. Dann gehen wir wieder raus aus The Glow, weil ich wirklich nicht verstehe, warum wir den Hauptstrom angemacht haben. Aber I guess wir kriegen viele coole Kämpfe hier.
Ich gehe mal nochmal in den Terminal hier. Vielleicht kann ich jetzt an den Terminal Sachen machen, die ich vorher nicht machen konnte oder so. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Gut, den kann ich anvisieren. Jetzt passt auf. Ich kann einmal gezielt auf den CPU schießen. Ha. Nee. Ach so, doch, doch, doch. Genau, genau, genau. Und jetzt kann ich noch einmal normal schießen. Und somit, und der Kampfrüstung, bin ich jetzt hier dadurch, dass wir in The Glow gegangen sind, um 250% krasser geworden. Das ist schon cool. Hab da Glow als, auch nur als Loch im Boden in Erinnerung, ne? Ich auch. Das würde Sinn machen, dass das einfach wirklich kaputt geschnitten wurde. Das ist ja irgendwie schon auch gemein. Einmal gezielt, einmal ungezielt. Nur ab und zu muss ich leider nachladen. Vorher hatte ich immer die Aktionspunkte noch übrig, dass ich quasi nicht nachladen... Oder dass ich immer wieder mal nachladen konnte, ne? Das geht dann jetzt nicht mehr. Oh, aber ich befürchte, jetzt muss ich mal ins Inventar und mich heilen. Ah. Das macht mir schon sehr viel Spaß gerade, Fallout 1, muss ich schon sagen. Und ich freue mich schon riesig auf Fallout 2, weil das ist einfach Fallout 1 nochmal im Besser. Ob man es glaubt oder nicht, aber das ist möglich. Okay, Robo-Brain ins Brain schießen. Das war nicht ausreichend, aber immerhin. Au. Ey, ohne Kampfrüstung wären wir jetzt tot. Garantiert. Ohne Scheiß. Ich habe noch ein bisschen Angst, dass Ian mich jetzt gleich von hinten niederburstet. Schauen wir mal. Nee. Ah, gut. Okay. Ich muss leider nochmal ins Inventar gehen. Wir haben noch 15 Stimpacks. Alles cool soweit. Okay, das war nicht schlimm. Da überleben wir noch eine Runde. Ja, sehr gut, Ian. Yes, das heißt einmal gezielt auf den CPU und einmal einfach ungezielt auf den Torso. Und er ist auch tot. Bam, nice. Genau, wenn ich nachladen muss. Perfektes Timing. Und dann noch ein Fallout 2 DLC, wo man, was deine Taten für Auswirkungen haben, wie beim geplanten New Vegas DLC. Ja, das wäre cool. Ja, so, das wäre natürlich total cool. Das ist natürlich ein Traum, der nie in Erfüllung geht, aber Erweiterungen für die klassischen Fallout-Teile, die würde ich mit Handkuss nehmen. Das wäre der Hammer. Okay, jetzt, Ian, du musst den Raketenwerfer nochmal nehmen. Oh mein Gott. Ian, wir sind so reich, wenn wir hier rauskommen, ohne Scheiß. Wir sind reich und mächtig und schön sowieso, aber das waren wir vorher schon. Okay, vielleicht sind wir sehr stark verstrahlt und mutieren nicht mehr ganz so konventionell schön. Aber wen interessiert's, Ian? Wen interessiert's? Sei nicht so oberflächlich. Hauptsache, wir sind reich. Es kommt auf die inneren Werte an. Die inneren vom Geldbeutel. Ja! Alle tot. Kampf beenden. Gehen wir nochmal in den Terminal. Ich will nur gucken, ob Stromherstellen ja jetzt irgendwas gemacht hat. Hauptstrom ausschalten. Nee, ich verstehe es überhaupt nicht. Let's go. Nix wie raus hier. Gelbe Schlüsselkarte hier. Reichtum ist besser als Schönheit. Ha. Man kann sich Schönheit kaufen und man kann durch Schönheit reich werden. Reichtum ist Schönheit. Das ist meine gewagte These, die ich jetzt einfach mal so in den Raum baller, ohne auch nur länger als eine Sekunde drüber nachzudenken. Reichtum und Schönheit korreliert. Das ist gut, oder? Das nehmen wir.
Die Antwort locken wir ein. Ich gucke mir noch schnell die verbrannten Leichen an, auch wenn hier auch schon Radioaktivität herrscht. Aber vielleicht haben die was. Wenn das Spiel sehr nett ist, hat eine der verbrannten Leichen Seil. Aber ich glaube, das Spiel ist nicht sehr nett, oder? Nee, es wäre auch zu leicht, muss man auch sagen. Okay, wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und jetzt werden wir auch noch Mitglied der stählernen Bruderschaft. Nicht einmal die Aasfresser sind auf deine verstrahlte Leiche. Scheiße. Nur leider sind wir so schwer verstrahlt, dass ich sterbe. Und ich habe vor dem Kampf hier gespeichert. Ach, damn it. Ach, damn it. Müssen wir jetzt den Kampf nochmal machen? Ich habe noch einen Redaway im Inventar, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht reicht das, um uns zu retten. Wenn nicht... Dann haben wir echt ein Problem. Shit. Wir kommen aus der Situation irgendwie raus. Irgendwie schaffen wir das. Wir sind immerhin reich. Wir schaffen das. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ich muss in kleinen Abständen reisen, immer nur ein paar Meter und mir dann Simpex reinpfeifen und dann wieder weiterreisen. So kommen wir noch raus aus der Situation. Solange wir Stimpacks haben, kommen wir durch. Shit. Ich will doch nur zur stählernen Bruderschaft. Genau, um denen meinen Erfolg unter die Nase zu reiben. Das ist ja das Schöne. Die wollen mich eigentlich eher so als Scherz in den Tod schicken. Und dann komme ich wieder und sage, ach übrigens, die unmögliche Mission, die ihr mir gegeben habt. Hier, ich habe sie gelöst. Und dann sind die so, holy shit, WTF. Und darauf freue ich mich schon. Aber erstmal müssen wir jetzt nochmal die 4 Roboter töten. Nee, Radix gemeinerweise nicht. Ein paar Redaways, aber kein Radix. ...22 HP, ich speichere lieber mal irgendwo nochmal. Ich versuche in der Offensive zu bleiben, weil mit 22 HP könnten wir überleben, die Runde. Kommt drauf an, ne? Glückssache, aber gucken wir mal. Voll gemein, weil wir den Kampf eh schon gewonnen hatten. Ah, nicht sterben, nein! Oh Gott! Das war knapp. Das war knapp. Aber ein Robo Brain ist tot. Okay. Okay, mit 14 Stimpacks wahrscheinlich brauchen wir im Kampf noch ein paar, aber wir kommen ein Stück. Wir kommen ein Stück durch die Wüste. Und dann hoffen wir einfach. Ey, danke schön, Milchgünther, für die 2 Euro. Freut mich sehr. Sehr nett von dir. Ich spiele die Originalversion von... ich habe die von Good Old Games, die Version. Und mit dem Fan-Patch gepatcht. Aber sonst nicht gemoddet. Okay, der Roboter ist tot. Jetzt passt auf. Speichern. Und dann kommen wir schon irgendwie aus der Nummer raus, weil ich habe alle Safegames überschrieben. Wir haben gar keine andere Wahl, als aus der Nummer rauszukommen. Das ist nicht optional. Ansonsten können wir das Safegame wegschmeißen. Das wäre schade. Hast du gehört, Ian? Irgendwie kommen wir hier raus aus der Nummer. Gelbe Schlüsselkarte.
Okay, ich gehe bis an den roten Rand. Passt auf. Nochmal kurz speichern. Dann gehe ich ins Inventar. Benutze ein Stimpack, damit wir voll geheilt sind, und ein Red Away. Und jetzt reise ich mal nur bis hier. Zufallsbegegnung. Ey, wir haben immer noch 50 HP. Ey, vielleicht hat das Red Away sogar geholfen. Du verlierst 75 aktuelle Strahlung, du verlierst 24 Strahlenresistenz. Du verlierst 3 Wahrnehmung, 3 Intelligenz, 3 Charisma. Scheiße. Uns geht's nicht gut. Uns geht's definitiv nicht gut. Jetzt kommt der... Ja, klar, ne? Klar, mysteriöser Fremder. Wenn ich wieder gegen eine Handvoll Ratten kämpfe, dann ist der mysteriöse Fremde da, natürlich. Aber wir haben wirklich einen harten Kampf. Natürlich. Natürlich. Oh, danke nochmal, Milchgünther. Dankeschön. Sehr nett. Aber wir sind jetzt ohne HP-Verlust so weit gekommen, immerhin, ne? Das wundert mich ehrlich gesagt schon. Aber okay, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay, danke, mysteriöser Fremder. Können wir gleich nochmal speichern hier? Jetzt gehe ich mal bis hier. Deine Knochen werden vom Wüstenwind blank geschliffen. Scheiße. Shit, warum? Tötet mich die Radioaktivität, obwohl ich volle HP habe? Die Dunkelheit Scheiße. Des Lebens nach dem Tod erwartet dich. Scheiße. Ich weiß nicht, ob wir... Oh Gott. Oh Gott, Leute. Mysteriöser Fremder. Kann ich mit dir handeln? Nein. Ian, habe ich dir irgendwas ins Inventar gegeben? Irgendein Red Away? Ich glaube nicht. Ich könnte mich in die Luft sprengen. Sehr gut. Buff out. Scheiße. Ich weiß nicht, ob wir aus der Situation rauskommen. Ich dachte, die zieht uns HP an, ab kontinuierlich. Ich dachte, so funktioniert das. Und ich dachte, wenn wir uns nur genug heilen, ist alles gut. Aber wir sterben gerade einfach an Strahlenkrankheit. Und ich kann nie wirklich was dagegen tun. Das Medkit, ich glaube, in dem Fall hilft es nichts. Aber ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht mehr so sicher, wie das genau funktioniert. Deswegen pfeife ich mir alles rein, was wir haben. Ach so, ich muss ihn ja bestehlen. Ja. Ian, wir haben ein Problem. Ich bin schwer krank. Ich sehe vielleicht nicht so aus. Aber holy shit. Oh Gott. Okay, Ian. Hä, wo ist denn jetzt der Arztkoffer? Okay, also, wir nehmen jetzt aus irgendeinem Grund die Mantets, weil warum nicht? Ich nehme noch ein Stimpack, weil warum nicht? Ich nehme Buff Out und den Arztkoffer. Du bist, ja, das ist das Problem. Du siehst bereits gesund aus. Dann benutze ich es nochmal. Ich sehe immer noch gesund aus. Ich benutze es nochmal. Nicht einmal und wir sind tot. Die Aasfresser sind auf deine verstrahlte Leiche scharf. Yep. Das sieht nach einem Softlock aus, leider. Tatsächlich.
Ich sehe jetzt gerade keine Möglichkeit, wie wir hier rauskommen könnten, weil mein Arzt-Skill hilft uns auch nicht weiter. Glaube ich. Selbst wenn ich einen hätte, ne? Ich kann verletzte Gliedmaßen heilen. Ich pumpe mal alles in den Arzt-Skill und benutze den, aber ich glaube, damit kann ich mich auch nicht retten. Dabei dachte ich, ich bin nicht so verstrahlt. Aber ich bin erheblich verstrahlt. Ich bin erheblich verstrahlt. Aber Leute, ich habe alle meine alten Savegames, glaube ich, so ziemlich überschrieben. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwelche einigermaßen aktuellen haben. Weil ich hätte nicht gedacht, dass wir in die Situation kommen. Ich hätte es nicht gedacht. Ich war zu naiv. Okay, Arztfähigkeit. Auf mich selbst anwenden. Die Dunkelheit des Lebens nach dem Bin ich wirklich so ein schlechter Arzt? Oder was? Mögest du im Jenseits mehr Frieden? Oh, das sieht komisch aus. Büpp, pff, tot. Ja, das ist schlecht. Das ist schlecht. Okay, habe ich hier ein Savegame, bevor wir in The Glow gegangen sind? Das muss ich mal schnell laden. Tatsächlich, das wäre ein Savegame, bevor wir nach The Glow gegangen sind. Immerhin, das ist eigentlich sogar super, also Gott sei Dank, aber hat der Plan der Bruderschaft doch funktioniert, ja. Okay, ich habe hier auch noch ein schönes Savegame, wo wir gerade im Grunde die Hauptmission gelöst haben. Was jetzt mein Plan wäre, der mich gerade leider ein bisschen traurig macht, Leute. Aber was mein Plan ist, ist, wir haben jetzt, was wir wollten. Und ich gehe jetzt mal raus. Und wir gehen jetzt damit zurück zur stählernen Bruderschaft. Und wenn wir dann eine Power-Rüstung haben, dann kommen wir wieder mit ein bisschen vielleicht noch mehr Red-X und so. Und dann können wir das Ganze nochmal super schnell clearen, ne? Das ist jetzt ein bisschen schade natürlich, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber gucken wir mal, ob wir... Ich wusste nicht mehr genau, wie Strahlung funktioniert in dem Spiel. Jetzt ist es blöd gelaufen. Hilft nichts. Wir haben gerade unser Power-Level von over 9000 verloren und so, aber mein Gott. Es gibt Schlimmeres. Es ist schon in Ordnung. Dafür haben wir den Godzilla-Fußabdruck gefunden und in der unzensierten Version kriegen wir einen Stealth-Boy. Guck, Godzilla wollte den gar nicht zertreten. Das war keine Absicht. Der war nur einfach unsichtbar. Der kann überhaupt nichts dafür. Okay, es gibt Schlimmeres. Es ist ein bisschen frustrierend, ja, aber... Kommt, Leute, dann machen wir easy nochmal. Wir gehen jetzt zurück zur Bruderschaft und geben die Mission. Dein Leben endet im Ödland. Jetzt haben wir ein Problem. Hä? Aber das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Wir sind so schnell rein und wieder raus. Ich habe wirklich nicht großartig rumgetrödelt. Warum sind wir denn bei dem Savegame schon so verstrahlt, dass wir sofort sterben? Das ist ja gemein. Wie alt ist Fallout 1? Boah, da fragst du mich was. Das dürfte gut 30 Jahre auf dem Buckel haben. Wann ist denn das genau erschienen? '97, ja, sowas. Genau. Nicht. Ja, tatsächlich. Wir sterben sogar bei dem Savegame. Ey, das ist hart. Das ist krass. Weil da habe ich kein Redaway und nix. Da sind wir ja wirklich rein und wieder raus. Ohne Scheiß. Holy shit.
Wir sind schon in dem Safe-Game verstrahlt. Oh mein Gott, bitte. Bitte lass uns nicht auch in dem Safe-Game so schnell sterben. Wir sind hier irgendwo im Nirgendwo. Du hast eine starke Nee, wir stolpern über Geröll. Wir sind verstrahlt. Okay, wartet mal. Wir kommen zumindest schon mal weiter als in den anderen Safe Games. Ich muss das jetzt kurz testen, Leute, weil das könnte jetzt frustrierend werden. Richtig frustrierend. Gucken wir mal. Ich töte schnell die ganzen Ratten, weil das geht schneller, glaube ich. Oh nein, wir haben ja nicht mal den Perk, dass wir zweimal pro Runde schießen dürfen. Wir haben ja gar nichts, Leute. Ah! Ja, ne, beim Rausgehen. Unglaublich, wie ich beim Rausgehen nochmal verstrahlt wurde. Das ist super mies. Thank you. Thank you. Ich laufe jetzt schnell vor den Ratten weg. Ich will nur testen, ob wir jetzt auch sterben. Oder ob wir bei dem Safe-Game nochmal fliehen können und dann mit sehr viel mehr Red-X und Red-Away zurückkommen. Oh, das ist schon frustrierend. Aber hey, nächste Woche, bis nächste Woche habe ich den Schmerz vergessen von heute. Alles gut. Können wir 7-mal drüber schlafen. Über sieben Nächte musst du verkraften, dass The Glow dich dahin gerafften. So sagt man doch so schön. Ich will es nicht verschreien, dass wir safe sind bei dem Safe Game. Aber es sieht gut aus. Ja, okay, da ist unsere Strahlenkrankung nicht so schlimm. Anscheinend. Da kommen wir noch weg. Aber bei den anderen Safe Games schaffen wir es nicht. Krass, oder? Das ist so krass, wie hart wir verstrahlt werden. Das ist so heftig. Damit habe ich nicht gerechnet. Selbst wenn wir nur wirklich kurz die Hauptmission erfüllen. Aber warum eigentlich? Also ich meine, The Glow ist krass, das weiß ich schon, aber... Puh. Aber hey, ja, wirklich, ich bin froh, dass wir das Safe-Game hatten, ohne Scheiß. Das ist jetzt gut genug, müssen wir leider uns damit abfinden. Ich kann noch mal gucken, ob wir einen anderen Weg finden, um das Safe-Game da oben zu retten, aber ich glaube es nicht. Deswegen müssen wir jetzt hier mal speichern. Oh Gott, ja, das war ein harter Schlag jetzt gerade, aber gut, Leute... Wie gesagt, bis nächste Woche sind wir wieder erholt mental und dann gehen wir nochmal mit mehr Red-X, mehr Red-Away und mehr Vorbereitung in The Glow. Eieieiei. Ich werde jetzt vielleicht sogar nochmal kurz gucken, ob es eine Möglichkeit gibt, wie man sich in Fallout 1 vor Radioaktivität retten kann, aber ich befürchte, beim nächsten Mal geht's hier weiter. Vielleicht habe ich aber bis nächste Woche gute Nachrichten und es geht bei dem anderen Safe Game weiter, wo wir The Glow erkundet haben. Ich habe noch nicht aufgegeben, aber schauen wir mal. Ja, mehrere Safe Games überlebenswichtig, definitiv. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Hat mich sehr gefreut, dass ihr mit dabei wart. Super cool. Morgen um 18 Uhr wird weiter gestreamt. Und zwar spielen wir da das Fan-Gameboy-Demake von Resident Evil 1. Das würde ich mir sehr gerne anschauen. Und wie es dann weitergeht im Bonus-Stream, das überlege ich mir noch. Das weiß ich noch nicht. Aber das wird auf jeden Fall lustig, denke ich. Und ansonsten würde ich sagen... Okay, keine Ahnung. Es spinnt leider gerade. Es hängt sich gerade alles auf. Dann raiden wir nicht mehr. Dann sage ich jetzt vielen Dank fürs Dabeisein. Und bis morgen um 18 Uhr hoffentlich. Gute Nacht. Tschüssi.